Guten Abend und herzlich willkommen zur Veranstaltung Ulysses in 100 Minuten. Am 2. Februar 1922 erschien Ulysses von James Joyce. Seit 100 Jahren ermöglicht das Buch seinen Leserinnen eine neue Sicht auf ihre Welt und ist deswegen eben eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Dabei ist der Inhalt auf den ersten Blick ganz trivial. Der Plot handelt von drei Figuren und deren Begegnungen und Gedanken an einem einzigen Tag, dem 16. Juni 1904. Aber die Sprache, die ist radikal. So ist dieses Buch vor allem ein Sprachereignis. Ulysses zu lesen kann süchtig machen. Aber ebenso groß ist die Gefahr, den Ulysses wegzulegen, wenn Joyces Sprachkunst abschreckt und überfordert. Mein Name ist Philipp Sippel. Ich bin der stellvertretende Leiter des Museums Strauhof. Mein Name ist Gesa Schneider. Ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Obwohl die Mehrheit der heutigen Gäste heute Abend hat sich dieser Gefahr ausgesetzt und das Buch gelesen. Wir freuen uns, dass unsere, und wahrscheinlich auch viele im Publikum, ich nehme es mal an, wir freuen uns, dass unsere Gäste ihre Erfahrungen hier und jetzt mit uns teilen. Auf der Bühne heute Abend sind Ulrich Blumenbach, Ruth Frehner, Lana Bastasic, Dominik Muheim und Sven Hirsbrunner als Spoken Word Duo Das Helvetische Dreieck, Ursula Zeller, Fabian Hadorn, Hayat Erdogan, Reto Henny und last but not least Fritz Senn. Der Abend heute findet in Zusammenarbeit mit dem Strauhof statt und damit im Rahmen der Jubiläumsausstellung Ulysses von 100 Seiten. Die Ausstellung wurde wurde genau 100 Jahre nach der Erstpublikation des Romans eröffnet und ist noch bis zum 1. Mai zu sehen. Und heute, weil es ein Donnerstag ist, ist die Ausstellung auch bis 22 Uhr geöffnet und alle Menschen, die heute Abend hier sind und ein Ticket dabei haben, können nach der Veranstaltung noch in die Ausstellung gehen und diese besichtigen. Genau, gratis mit dem Kleberli. Ja, und jetzt geht's los, hier auf der Bühne. Auf der Bühne und nacheinander in unaufhaltsamem Tempo mit Staccatos und Modulationen und Crescendo. Wir fangen an mit einem lauten Knall. Wer ihn im Februar im Literaturhaus im Rahmen des Ulysses-Tages erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Ulrich Blumenbach. Ulrich Blumenbach übersetzte unter anderem die Werke von David Foster Wallace, Jack Kerouac, Agatha Christie oder Joshua Cohen gerade erst in Klammern 1000 Seiten und mehr. Vielleicht sogar noch mehr, nein. Im Mai ist er damit bei uns. Er übersetzte sie vom Englischen ins Deutsche. Er ist sowieso ein Virtuose unter den Übersetzern. Er lehrt im Studiengang literarisches Übersetzen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er leitet zusammen mit Fritz Senn das Zürcher Übersetzertreffen. Für seine Übersetzungen hat er zahlreiche Preise erhalten und besonders geprägt hat ihn Hans Wollschlägers Übersetzung von Ulysses. Ulrich Blumenbach spricht heute über Sprache, Musikalität, Flow, Prosodie und Rhythmus in den Übersetzungen von Hans Wollschlägers und Harald Beck mit Blick auf den Originaltext. Jetzt Bühne frei für unseren ersten Gast, Ulrich Blumenbach. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Hören Sie mich? Ja, jetzt ist es an. Nicht? Doch? Ganz nah ran? Okay. Ja, ich glaube, ich soll als Erster lesen, weil ich jetzt mit dem tierischen Ernst anfange und die anderen acht können sie dann hinterher wieder aufheitern und wieder aufwecken und so. Ich möchte kurz über die beiden deutschen Übersetzungen von Ulysses sprechen, denn wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Hans Wollschlägers 1975 erschienene Übersetzung immer wieder kritisiert worden und eben von Harald Beck in jahrelanger und nicht immer ganz spannungsfreier Zusammenarbeit zunächst mit Dirk van der Beek und Dirk Schulze, dann mit Ruth Frehner, Ursula Zeller und Fritz Senn von der Joyce-Stiftung revidiert worden. Aus rechtlichen Gründen konnte diese überarbeitete Version dann nicht erscheinen, aber darum geht es mir heute Abend nicht. Wollschlägers Übersetzung wurde zu Recht kritisiert. Nicht nur arbeitete er mit einem veralteten Text, denn Hans-Walter Gablers textkritische Neuausgabe erschien erst 1984, sondern Wollschläger wusste über den Roman,
über seinen kulturellen Anspielungsreichtum und die verschiedenen Stilexperimente der einzelnen Episoden auch deutlich weniger, als er in seiner Selbstüberschätzung glaubte. Und er verkannte gelegentlich die Richtung von Joyces Wortverspieltheit. Leider war er damals nur begrenzt bereit, sich von Fritz Senn und Klaus Reichert, den sehr hilfsbereiten Experten und Herausgebern der Werkausgabe im Suhrkamp Verlag, unter die Arme greifen zu lassen. Das alles ist bekannt. Trotzdem möchte ich tatsächlich der nur allzu berechtigten Kritik an Wolfschlägers Eigenwilligkeiten aus einem bestimmten Grund kurz entgegentreten, ihn gegen seine Kritiker und Kritikerinnen verteidigen und etwas für mich Positives hervorheben. Wolfschlägers Sprache hat oft eine lautliche Qualität, einen Rhythmus, eine idiomatische Spielfreude und eben eine Prosodie, Gesa sagte es eben schon, die beim beckmesserischen Pochen auf landeskundliche Details und oder sachliche Fehler oft auf der Strecke bleiben. Das möchte ich Ihnen an ein paar Beispielen veranschaulichen. Dabei muss ich unbedingt noch einmal betonen, Ruth und Ursula hatten schon Angst, ich wollte hier Ihnen auf die Füße treten, dass Wolfschlägers Fassung aus heutiger Sicht und nach heutigem philologischen Kenntnisstand selbstverständlich fragwürdig ist, sehr fragwürdig. Fritz Senn hat in einem Artikel für die Neue Zürcher Zeitung schon vor ein paar Jahren die Fehlerkategorien aufgelistet, die von, man kann es wirklich kaum freundlicher sagen, mangelnden Englisch- bzw. Irisch-Kenntnissen, es ist ja ganz viel Irisch mit drin, was die Figuren reden, über Füllwortfluten anstelle der von Leopold Bloom, der für Leopold Bloom typischen Verknappungen, bis hin zu fehlender Sensibilität für Joyces bewusst assoziativ gestaltete Sprunghaftigkeit der inneren Monologe seiner Figuren reichen. Ich glaube nicht a priori an Fortschritt. Die spätere Übersetzung eines Texts ist nicht a priori besser als eine frühere, sondern zunächst einmal nur anders. Es geht mir um den Gegensatz zwischen Wolfschlägers schöpferischem Eigensinn, und Sie dürfen da durchaus Sturheit und Unbelehrbarkeit mit heraushören, und Becks beharrlicher Detailrecherche, die gelegentlich übers Ziel hinausschoss und auch vom kollektiven Sachverstand von Ruth, Ursula und Fritz nicht zu zügeln war. Der Schriftsteller Martin Mosebach hat in seiner Rezension von Bernd-Jürgen Fischers Neuübersetzung von Marcel Prousts A la recherche du temps perdu mal geschrieben, auch die beste Übersetzung kann nur eine Annäherung an das Original sein. Und solche Annäherungen können aus verschiedenen Richtungen erfolgen und jeweils neue Akzente setzen. Wolfschläger und Beck stehen meiner Meinung nach an entgegengesetzten Polen übersetzerischer Temperamente. Wenn die aufeinandertreffen, kommt es zu einer, und da zitiere ich einen Kollegen, Verschweißung von Feuer und Wasser. Wie Friedhelm Rathjen, der sich eingehend mit Joyce-Übersetzungen befasst hat, das neulich charakterisierte. Beck entscheidet sich manchmal nicht für die im jeweiligen Kontext plausibelste Bedeutung eines Ausdrucks, sondern zieht entlegene Bedeutungen vor. Das wird ihm zum Selbstzweck. Bloom sieht auf der Straße den Wagen eines Bäckers. Boland's bread van delivering with trays our daily, but she prefers yesterday's loaves, turnovers crisp, crowns hot. Wolfschläger übersetzt. Bolands Brotwagen, der uns auf Platten unser tägliches anliefert, aber sie hatte ja lieber welches von gestern, knusprige Törtchen, heiße Hefezöpfe. Beck verschlimmbessert das meines Erachtens zu Bolands Brotwagen, der uns in den Schubladen unser tägliches anliefert, aber sie hat ja lieber welches von gestern, Turnovers, knusprige, heiße Krusten. Wolfschlägers Platten lassen mich nicht stutzen. Bei Becks Schubläden sehe ich dagegen unwillkürlich eine Kommode vor mir. Während sich in einem solchen Brotwagen doch wohl eher Einsätze oder Körbe oder Kästen finden. Und warum lässt Beck im selben Satz, in dem es um Gebäck geht, Entschuldigung, blöder Kalor, den englischen Ausdruck Turnovers stehen, wenn damit doch ganz einfache Teigtaschen gemeint sind? Wolfschläger ist gelegentlich und abermals zu Recht vorgeworfen worden, die Komplexität von Joyces Original der flüssigen Lesbarkeit geopfert zu haben. Aber was ist andererseits mit Becks Verfremdung gewonnen, wenn Bloom doch wirklich nur daran denkt, was seine Molly gern zum Frühstück isst? Becks Beharren auf meiner Meinung nach entlegenen Bedeutungen hat Folgen für den Rhythmus von Joyces Prosa, mein zweites Zentralthema. Die in einer Zeitungsredaktion spielende Aeolus-Episode wird bekanntlich von Zwischenüberschriften gegliedert. Eine solche Schlagzeile meldet den Tod Patrick Dignams. With unfeigned regret it is, we announce the dissolution of a most respected Dublin Burgess. Wolfschläger schreibt glättend, mit aufrichtigem Bedauern vermelden wir das Hinscheiden eines hochgeachteten Dubliner Bürgers. Beck schreibt, meiner Meinung nach holprig, mit ungeheucheltem Bedauern vermelden wir die Auflösung eines höchst geachteten Dubliner Bürgersmannes. Das Spreizen ist Absicht.
Sie schmunzeln, Sie lachen. Das Schweizen ist Absicht, denn Beck möchte einen außer Gebrauch gekommenen Wortschatz rekonstruieren. Mit dem für mein Empfinden nachklappenden Bürgersmannes verfehlte aber die Prägnanz einer Schlagzeile. Also das, was diese Episode eben ausmacht. Zeitungsjargon. Und die laut Becks Vorwort einem Brief von Friedrich Schiller entnommene Auflösung wirkt an dieser Stelle und in dieser Zeit unfreiwillig komisch. Ich gestehe da aber gern gleich meine Ratlosigkeit, denn soll man für die wirklich schöne und vermutlich ja, darüber könnte Fritz sehr viel sagen, vermutlich ja auch im Original schon etwas schiefsitzende Dissolution, Zersetzung schreiben oder so, auch dann sehe ich Maden oder Würmer vor mir, die man in einer ja doch gesetzt und gediegen gemeinten Todesanzeige in der Zeitung wohl nicht assoziieren möchte. Die machen sich doch nicht besonders gut. Ebenfalls in der Aeolus-Episode denkt Bloom über einen alten Druckereiarbeiter, nearing the end of his tether now. Die Redewendung bedeutet, dass jemand am Ende ist oder dass ihm oder ihr der Geduldsfaden reißt. Wollschläger übersetzte das in die geläufige Wendung, ist jetzt auch bald am Ende mit seinem Latein. Das ist semantisch tatsächlich nicht das Gleiche. Aber wenn Harald Beck es verändert zu, ist jetzt auch bald am Ende seiner Leine, dann geht die idiomatische Vertrautheit verloren. Denn als Leser muss ich erst um die Ecke denken und mir entweder sagen, dass sowohl Geduldsfäden als auch Leinen gesponnene oder geflochtene Fasern sind, oder aber, dass jemand das Ende der Fahnenstange erreicht hat und dass eine Fahnenstange eine Leine hat. Wenn ich als Leser an dieser Stelle aber stocke, werde ich aus dem Strom von Blooms Assoziationen herauskatapultiert. Sie merken, dass ich immer wieder Vorzüge und Nachteile beider Übersetzungen gegeneinander austariere. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich für mich die eigentliche und drängendste Frage, die ich nur noch formulieren, aber nicht mehr ausführen kann, weil ich ja nur 8 Minuten habe. Darf und soll man an einer Fassung des Ulysses herumdoktern, die längst, ob zu Recht oder zu Unrecht, ihren Platz in der Übersetzungsgeschichte einnimmt? Gehört das kanonische Original nicht einfach neu übersetzt? Und zwar ganz neu übersetzt. In die Shakespeare-Übertragung von Schlegel und Tieck friemelt man doch auch nicht das von den Romantikern zensierte Bawdy wieder rein, also den obszönen Slang des elisabethanischen Zeitalters, sondern man lässt die Dramen von den Erich Frieds und Frank Günthers dieser Welt neu übersetzen. Eine Übersetzung spiegelt nicht nur die Kultur der Entstehungszeit des Originals, in diesem Fall, also Sie haben es ja gehört, Dublin im Jahr 1904 bzw. 1922, sondern auch die Auffassungen von Sprache und Übersetzen in der Kultur, in die dieses Original hinein übersetzt wird. Bamberg im Jahr 1975? Wollschläger? Es gibt eine Nachreife auch der festgelegten Worte, schreibt Walter Benjamin in der Aufgabe des Übersetzers. Unsere Auffassung von dem, was eine gute Übersetzung leisten sollte und was sie ausmacht, ändern sich ebenso wie der Sprachgebrauch. Und darum brauchen wir immer wieder Neuübersetzungen alter und kanonisch gewordener Bücher. Mein Wunsch wäre also gewesen, Harald Beck, Augsburg im Jahr 2018. Mein hoffentlich salomonisches Plädoyer lautet also, es sollte mindestens 2 Übersetzungen des Ulysses geben. Jede mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen. Beck wäre vermutlich sachlich oder semantisch näher am Original dran. Wollschläger hätte vermutlich mehr prosapoetische Qualitäten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Ulrich Blumenbach. Ich weiß jetzt, dass ich ein zweites Mal den Ulysses lesen müsste und Harald Beck versuchen sollte. Und der nächste Gast auf der Bühne ist Ruth Frehner. Sie ist Co-Kuratorin der Ausstellung Ulysses von 100 Seiten im Museum Strauhof, die noch bis zum 1. Mai zu sehen ist. Sie arbeitet seit 1985 als Kuratorin der Zürcher James Joyce Stiftung und ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit dort besteht darin, Joyces literarisches Universum Schülerinnen und Schülern zu vermitteln und näher zu bringen. Sie ist Mitherausgeberin von Your Friend, If You Ever Had One, The Letters of Sylvia Beach to James Joyce, erschienen im Jahr 2021. Für ihren heutigen Beitrag berichtet sie uns, was sie in den Briefen von und an James Joyce zur Entstehung des Romans Ulysses gefunden hat. Tour d'horizon. Ulysses in Joyces Briefen 1915 bis 1922. In dieser Zeitspanne zieht Joyce von Triest nach Zürich, kehrt Ende 1919 wieder zurück nach Triest und zieht dann Mitte 1920 nach Paris.
Sie werden in den nächsten Minuten zwar etwas Weniges über die textliche Entstehung des Ulysses erfahren, doch eigentlich sind es vor allem die Umstände und die Befindlichkeiten, die hier im Mittelpunkt stehen. Das erste schriftliche Zeugnis zu seinem Roman Ulysses ist eine Postkarte, die er am 16. Juni, natürlich 16. Juni, 1915, kurz vor seiner Abreise nach Zürich an seinen Bruder Stanislaus schreibt. Er muss für die K&K-Zensurbehörde auf Deutsch schreiben. Und das hört sich dann so an. Ich habe etwas geschrieben, die erste Episode meines Romans Ulysses ist geschrieben. Die erste Teil, die Telemachie, besteht aus 4 Episoden. Die zweite von 15, das ist Ulysses Wandlungen, er meint wohl Wanderungen. Und die dritte, Ulysses Heimkehr, von andere 3 Episoden. Leb wohl, Jim. In Zürich wird es ab 1917 dann nötig, dass die Reinschriften, die er aus seinen Entwürfen dann herstellt, abgetippt werden für den Druck in der amerikanischen Avantgarde-Zeitschrift The Little Review. Einer, der sich von Joyce einspannen ließ, war Claude Sykes, Schauspieler und Joyces Compagnon bei den English Players in Zürich. Lieber Mr. Sykes, wenn ich Sie so oft mit Änderungen beschäftige, so liegt das daran, dass ich Notizen auf allen möglichen Papierschnitzeln mache, die ich dann an den unwahrscheinlichsten Orten vergesse, in Büchern, unter Schmuckgegenständen, in meinen Taschen und auf der Rückseite von Reklamen. Punkt. Herzlich, Ihr James Joyce. Er korrespondiert auch sehr häufig mit seiner Mäzenin Harriet Weaver. Und so tönt das am 18. Mai 1918. Es ist unmöglich zu sagen, wie viel ich vom Buch schon geschrieben habe. Obwohl der zweite Entwurf der dritten Episode schon lange vorlag, saß ich noch rund 200 Stunden daran, bevor ich sie endgültig niederschrieb. Ich fürchte, ich habe nur wenig Fantasie. Ein Jahr später wieder an Miss Beach. Sie schreiben, dass sich in der Sirenen-Episode, das ist die sprachlich von Musik durchdrungene Episode, ein gewisses Abfallen oder eine Art Zersplitterung bemerkbar mache. Ich habe 5 Monate gebraucht, sie zu schreiben, und immer, wenn ich eine Episode beendet habe, verfalle ich in einen Zustand der Leere und Apathie. Auch Ezra Pound schreibt mir abfällig darüber. Und Mr. Brock vom Times Literary Supplement hat mich gebeten, ihm die Methode oder Methoden des Wahnsinns zu erklären. Ich gebe zu, es ist ein äußerst leidiges Buch, aber es ist das Einzige, das ich im Augenblick schreiben kann. Der Entstehungsprozess dieses Buches ist wie ein Sandgebläse. Sobald ich eine Person darin erwähne oder einbeziehe, höre ich von ihrem Tod oder Weggang oder Unglück. Und eine Episode nach der anderen, die sich je einen Bereich von der Kunst oder Kultur vornimmt, Rhetorik oder Musik und so weiter, lässt hinter sich ein Stück verbrannter Erde zurück. Seit ich die Sirenen schrieb, ist es mir unmöglich, Musik gleich welcher Art zu hören. Wir wissen allerdings, dass Konzert- und Opernbesucher weiterhin auf seinem Programm standen. Im Frühjahr 1920, wieder in Triest, arbeitet Joyce an seinem sprachlich anspruchsvollsten Kapitel, den Rindern des Sonnengottes, in dem er sich aller Sprachformen des Englischen durch die Jahrhunderte bedient. Und er schreibt im Mai an Frank Butchen, seinen wichtigsten Gesprächspartner damals in Zürich: Die Rinder des gottverdammten Sonnengottes sind fertig. Bitte schreiben Sie mir über die Rinder. Das kostete mich 1000 Stunden Arbeit, schätze ich. Bleibt noch Circe. Der Schlussteil segelt sich leichter, dachte Joyce und ahnte wohl nicht ganz, was ihn mit der Circe-Episode, die im Bordell spielt, noch erwartete, denn sie wird ihn ein ganzes Jahr beschäftigen. Zudem waren seine Umstände nicht die besten. Am 5. Juni 1920
aus Triest, schreibt er Ezra Pound. Meine eigene Situation war in den letzten 7 Monaten sehr unerfreulich. Ich lebe in einer Wohnung mit 11 anderen Leuten zusammen und habe große Schwierigkeiten gehabt, die Zeit und Ruhe zu finden, um zu schreiben. Der zweite Grund ist Kleidung. Ich habe nichts anzuziehen und kann mir nichts kaufen, zu teuer. Die anderen Familienangehörigen sind noch mit ordentlicher, in der Schweiz gekaufter Kleidung versorgt. Ich trage die Stiefel meines Sohnes, 2 Nummern zu groß, und seinen abgelegten Anzug an den Schultern zu eng. Ich verbringe den größten Teil meiner Zeit ausgestreckt auf 2 Betten, umgeben von Bergen von Notizen. Und drittens haben meine Kinder seit unserer Rückkehr aus Zürich in keinem Bett mehr geschlafen. Sie liegen auf harten Sofas und das Klima ist hier von Juli bis September sehr unangenehm. Anfang Juli 20 zieht er dann mit seiner Familie nach Paris um. An Miss Weaver am 12. Juli schreibt er aus Paris: Die Circe-Episode stellt mir vor große technische Schwierigkeiten und den Leser vor Schlimmeres. Das ganze Buch wird hoffentlich im Dezember fertig sein, wonach ich 6 Monate schlafen werde. Und an Carlo Ninati, einem italienischen Übersetzer, am 6. September 1920. Ich arbeite wie ein Galeerensklave, ein Packesel, ein Vieh. Ich kann nicht mal mehr schlafen. Die Circe-Episode hat auch mich in ein Tier verwandelt. Aber er lädt sich noch mehr auf sein Fuder. Ende September an Frank Budgen: Kennen Sie sich mit Kostümen aus? Ich will aus der Circe-Episode auch ein Kostümstück machen. Blum zum Beispiel erscheint in 5 oder 6 verschiedenen Gewandungen. Was für ein Buch! Ende Februar 1921, auch wieder an Frank Batschen. Ich habe furchtbare Scherereien wegen einer Stenotypistin. 4 lehnten es ab, Circe abzuschreiben. Schließlich sprang eine Bewundererin ein. Sie fing an. Aber als sie 100 Seiten geschrieben hatte, bekam ihr Vater einen Anfall auf der Straße. Und jetzt wird mein Manuskript von jemandem sauber mit der Hand abgeschrieben. Fortsetzung folgt. Am 4. April 21 an Miss Weaver: Mrs. Harrison, die nach all den Schwierigkeiten der 4 anderen Abschreiberinnen nun die letzten Szenen abschrieb, berichtete, dass ihr Mann das Manuskript gefunden hätte, es gelesen und dann zerrissen und verbrannt hätte. Es waren dann effektiv nur ein paar Seiten. Miss Weaver kriegt wieder Post am 7. Oktober 21. Einige Zeilen nur. Ich bin wieder hier mit Manuskripten, Farbstiften und Bücherkisten und Koffern und all meinen anderen Lasten fast eingeschneit vor Arbeit und mit Fahnenabzügen überall. Ulysses wird Gott sei Dank ungefähr in 3 Wochen fertig sein und dürfte, wenn die französischen Drucker nicht alle vor Verzweiflung über die Kritzelmosaike, die ich ihnen zurückschicke, in die Rhone springen, dürfte Anfang November herauskommen. Aber es dauert nochmals 4 Monate. Am 31. Januar 1922 schreibt er an Frank Budgen: Ulysses wird wahrscheinlich übermorgen herauskommen. Ich habe an den letzten Druckbogen bis heute früh gearbeitet und bin erschöpft. Danke, Ruth Vrene. Und weiter geht's mit Lana Bastagic. Sie ist in Zagreb geboren, sie lebt in Belgrad. Sie war 2021 hier als Writer in Residence vom Literaturhaus und der Stiftung PWG. Was man nicht weiß, an ihrem allerersten Tag in Zürich hat sie nicht nur uns im Literaturhaus besucht, sondern ist direkt rüber an die
über die Limmat und ist in die James-Joyce-Stiftung. Und Fritz Senn war da. Sie haben über Joyce gesprochen. Das war der Beginn einer Freundschaft. Denn Lana kennt Joyce. Sie hat ihn unterrichtet in Barcelona. Sie hat sich intensiv mit Ulysses beschäftigt. Bekannt geworden ist sie in der Schweiz durch ihren großartigen Roman Fang den Hasen, der 2021 bei Fischer erschienen ist. Nächstes Jahr erscheint von ihr ein Erzählband. Wie sie mir vorhin erzählt hat, ist gerade in Belgrad ein Band erschienen, in dem nicht nur Zürich, sondern auch Fritz Senn eine Rolle spielt. Also, we're very much looking forward to hearing you here tonight. Und hiermit eine carte blanche für Lana Bastasic. Fritz just said you will hear from my lawyer. es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht so gut und ich muss in Englisch lesen. Or if you prefer Serbo-Croatian, but I think English is probably the best way to go. So I'm a double imposter because I speak in English and I'm not a scholar, but I want to share my story with Ulysses. So I grew up in a country where men had an answer for everything, and yet life was barely livable. Torn by a civil war and a painfully clumsy transition to capitalism, Bosnia was ridden, and still is, with nationalism, corruption, and poverty. Nevertheless, stop a random middle-aged Bosnian man in the street, and he will explain the whole world to you. Not just the fallout of Yugoslavia, but the gravity in the black hole, what the British royal family are talking about in private, that rash that you have on your left arm, and of course, why his mother makes a much better burek than you do. So this torn and tired country explained and narrated over and over again by the same man who tore it apart was making me eager to leave as soon as I could. But leaving was too expensive, so I stayed and completed a bachelor's degree in Bosnia. Since I couldn't leave physically, I decided that the closest thing to that was going to a foreign language, and so I chose English studies. During my third year in college, a middle-aged male professor said something that would influence the next 15 years of my life. He said, quote, "And as for James Joyce's Ulysses, I have not read it, and I don't intend to try ever again." And then he went on to talk about another book by another writer. I was stunned, and my immediate thought was, I have to get this book. Try to understand me. Here was an authority, an older man in the position of power, whose title testified to at least average cognitive abilities. And yet he openly admitted not only that he had not read something, but more importantly, and perhaps unintentionally, that he didn't understand it. His manner betrayed his failure. He was angry at a dead Irishman. I was eager to see what the fuss was all about. What was this unreadable classic that made a grown man vulnerable? So I found the 2007 Serbian edition, translated by Zoran Paunovic and published by Geopoetica in Belgrade. I went home, I read some 20 pages and understood nothing. There was Latin, there was this annoying man who I think was shaving, and it all had something to do with Irish politics or myth or something, and the footnotes did not help. But I was not going to give up. Because you see, the difference between the professor and me was that I was born a woman and brought up a woman in Bosnia, which means that the society had not nourished my arrogance as it had his. I was brought up to believe that I was inferior and stupid. So when I came across Ulysses, I was not arrogant enough to blame the book. I simply had to try harder and on my own.
And so slowly, with some footnotes and limited resources as my only guide, I made my way through Ulysses for the first time. I finished it, but I felt like I was a near-deaf and near-blind person who had just seen a very long and obscure film. There were too many holes, and I had to go back. I discovered books, authors, articles. I went to Dante. I went to Shakespeare. I went to Aristotle. I read Richard Ellman's biography of this James Joyce, who, after a couple of years of my obsessive hobby, I started referring to as Jim. His life in many ways foreshadowed my own, only without the genius, of course. I didn't have Nora, but I was also born in the 80s. I had eye problems. I went into voluntary exile. I wrote some bad poetry. I was trying to write my second novel in Zurich, and nobody back home even remotely cared about what I wrote. I learned about this man who had said goodbye to both his earthly and heavenly father. Knowing at a very young age, perhaps somewhat arrogantly, but nonetheless genuinely, that he needed a bigger earth and a different heaven. When I left Bosnia, I had him as my fellow exile, not knowing yet that wherever you go and whomever you meet, you only end up meeting yourself. What was it about Ulysses that made me dedicate so much of my time to it? I'm not an academic, not a scholar. I didn't get any points in any system because of this hobby, and nothing in my CV betrays my obsession. I'm not sure myself, but here's a possible explanation. For the first time, I had met a difficult text that was giving me questions instead of answers. At the time of the Great War and the empty, over-romanticized language of war propaganda, here was this man writing this insane, beautiful, pacifist book, a book of love and humor. But what also was of utmost importance to me as a writer, who did not yet know she was a writer, was that this book taught me how treacherous and powerful style is. It was a tool that a true genius would not claim to be an unchanging God-given gift, but a means to an end. The style itself could be the story. This helped me see through the rhetoric of nationalism, the vocabulary of Islamophobia, the sound and structure of misogyny, and the syntax of all the oppressive, outdated myths that destroyed my own country. Ulysses taught me that style is what I should be aware of constantly and question it wherever I go, whoever I talk to, whatever I read, and ultimately whatever I write. The story of the great country where I was born, and which no longer exists, is stored in the language itself. The people who used to speak the same language now claim to have four different ones. Nationalist media outlets encourage the differences, and they also artificially push new words into use, only to be able to misunderstand each other better. In the middle of this raping of my native language, and I have to use that word, which no longer has a clear name, I stumbled upon a question, the great question of Ulysses. What is the word known to all men? The fact that there was no answer was of no importance to me. As I've said already, I'm not a scholar, so I will not embark on a quest to prove or disprove a hypothesis, and I'm happy that there are other people willing to do that for us mortals. I'm a fiction writer, and my job is to dream up impossible questions and then cowardly leave the room to the reader. What consoled me back then, at the time when my own sorry attempts at scribbling were just beginning, was the hope behind that question. What is the word known to all men? It was never, at least not to me, about finding the answer, that one word to rule them all, like some kind of Olympic Scrabble solution. Instead, for me, it was about the desire itself to look for what we all share, to ask for that which connects us, something perhaps that cannot be a thing printed on a piece of paper.
and asking itself was the ultimate act of humanity. So thanks to that question and that book, which ended up taking me to Pola and Trieste and Dublin and now here, the book that led me to many friends, including Fritz, thanks to it, I set out not to find answers, but to always, always keep asking that one question, both in my life and my writing. What is that thing that, regardless of space and time, regardless of wars and propaganda, regardless of our many costly failures, and mostly, regardless of our numerous differences, what is this thing that makes us the same? What is this thing that makes us part of something bigger than here and now? Ultimately, what is this thing that makes us human? Thank you. Vielen Dank, Lana Bastasic. Und jetzt geben wir die Bühne frei für den Auftritt des Spoken Word Duos Das Helvetische Dreieck, bestehend aus Sven Hirsbrunner und Dominik Muheim. Das Helvetische Dreieck wurde dreimal in Folge Slam Schweizer Meister im Teamwettbewerb und hat Auftritte im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir haben beide eingeladen, wir haben das Duo eingeladen, sich die Ausstellung im Strauf anzuschauen, und in ihrem Beitrag folgt nun eine Mischung aus Dialog und Stream of Consciousness über James Joyce, über Ulysses und über das Lesen an sich. Ihr habt die Bühne. Danke vielmals. Ja, danke schön. Wo die Anfrage kam, ist, so, hey, wenn ihr einen Spoken-Word-Text schreiben zu Ulysses, haben wir gesagt, das machen wir. Und so einen Tag später haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Ja, das Mikrofon ist an, oder ist nicht an? Ist an, alles super. Klar, das ist super. Perfekt. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, Ulysses, das ist wirklich ein Witzfeld. Ein mega Witzfeld, also wirklich. Sie weit. Mehrere Fußballfelder fast. Ja, yeah. So, aber nicht kleine, so Katia-Bolzplatz Fußballfelder, sondern so. Richtige Stadien. Ja, so gewaltige Stadien. Wir haben gedacht, wie machen wir jetzt das, den Text, und haben dann uns an einer mehr oder weniger wahren Begebenheit orientiert. Wir haben den Text ganz viel Insider reingepackt, die ihr hoffentlich werdet erkennen. Die haben das Buch ja gelesen. Jetzt. Viel Vergnügen. Der Text heisst Ulysses, sinnigerweise, oder Morn vielleicht. 16.06. Zürich, zu 9 Pause, 10 Uhr am Morgen. Zwei tun am 16.06. am 10 Uhr in Zürich nicht zu 9 Uhr nehmen. Nein, zwei tun am 16.06. ohne zu 9 Uhr am 10 Uhr in Zürich zwischen zig Büchern ein Buch in die Hand nehmen. Zwei machen am 16.06. am 10 in Zürich in der Buchhandlung Buchhaltung wegen dem Buch mit der Handlung vom 16.06. Zwei schmecken am 16.06. am 10 in Zürich am Buch. Es schmeckt nicht nach Znüni. Es schmeckt nach Zitrone. James Joyce. James Joyce. Ulysses. Ulysses. Parfümierte Jubiläumsausgabe. Teuer? Ja. Hast du es gelesen? Aufgelesen habe ich es mal am Strassenrand. Gratis zum Mitnehmen. Schon noch ein eindrückliches Werk? Ja, schon noch ein schweres Buch. Mindestens 800 Gramm. Hast du es du gelesen? Ich? Ja, du. Also, gelesen, das ist also, ich meine... Sagt er und denkt. Jetzt fragt er mich, ob ich es gelesen habe. Und ich frage mich, ob es bei diesem Buch darum geht, ob man es gelesen hat, oder ob es darum geht, dass es im Büchergestell steht. Es ist auch noch wichtig, was in so einem Büchergestell steht und dass es in so einem Büchergestell in der Wohnung steht, wo dann Bücher drinstehen, wie das Buch oder x-fach vor uns steht. Das hast du gesehen in der reinen Pandemie, wo ja alle, die etwas von sich halten, sich bei einer Zoom-Sitzung schön vor das Büchergestell gestellt haben. All die Büchergestelle, die im Hintergrund stehen, mit all den Büchern, die drinstehen. Gelesen oder ungelesen, das weiß niemand so genau. Das weiss man auch nicht mehr selber mehr so genau. Ich habe letztens ein Buch gekauft und dann habe ich gemerkt, dass das Buch schon im Büchergestell steht. Zweimal.
In diesem Fall habe ich schon gelesen, wahrscheinlich sogar zweimal, aber ob ich Ulysses schon gelesen habe, fragt er mich. Ich meine, hat er es echt gelesen? Man sagt, man muss es gelesen haben, das Jahrhundertwerk. Das ist einfach irgendein Buch, das ist das Buch. Und wenn das Buch im eigenen Büchergestell steht, dann musst du davon ausgehen, dass jemand zumindest in der Zoom-Sitzung die Sitzung unterbricht und sagt, warte mal, da steht doch Ulysses im Büchergestell. Hast du es in diesem Fall gelesen? He? Du schaust all die Leute auf deinem Bildschirm und sie schauen dich an, ganz gespannt. Vielleicht vergisst man, dass man gewisse Bücher gelesen hat, aber man vergisst nicht, dass man das Buch gelesen hat. Ulysses ist doch nicht einfach wie andere ungelesene Bücher still im Büchergestell. Ulysses ist ein Lutzbuch, das glüht richtig aus dem Regal aus und schreit, ja, hey du musst mich lesen, dringendst. Und wenn du dann über Ostern ins Tessin gehst, dann nimmst du es mit, das Buch. Und wenn du es dann aufmachst, verlierst du dich irgendwo zwischen Sätzen und Wörtern und Kapitel, wanderst, stolperst, kletterst durch die Odyssee durch, fühlst dich manchmal machtlos, wie ein Schneeball in einer Sauna. Fühlst dich manchmal sinnlos, wie ein WC-Bürstel in einem Toi-Toi-Häuschen. Fühlst dich manchmal unwohl, wie ein heimlich geimpfter Impfgegner. Fühlst dich manchmal überfordert, wie ein... Hey, Tome. Was? Alles okay bei dir? Du schaust seit 5 Minuten wie ein Reh im Scheinwerferlicht die Bücherwand an und ich warte eigentlich auf eine Antwort auf meine Frage. Sorry, ich bin gerade in so einer Art Bewusstseins-Ding reingefallen. In einen Bewusstseinsstrom? Ja, eher ein Bach. So ein Bewusstseinsbächli. So ein Bewusstseinsströmli, wenn du so willst. Ein Bewusstseinsstromschnelli. Hey, look. Ein Schnauzbecher. Was? Ein Schnauzbecher. Ein Schnauzbecher? Da ist ein Schnauzbecher. Was ist ein Schnauzbecher? Ein Becher für Schnäuz. Milchschnäuz? Schnäuz. Hast du das Buch in dem Fall doch nicht gelesen? Das gibt es wirklich, so einen Schnauzbecher? Zeig mal. Also schau, wenn du das Buch gelesen hättest, dann wüsstest du eben, was ein Schnauzbecher ist. Hey, ist das Marilyn Monroe auf diesem Plakat? Ist das echt inszeniert? Hat sie das echt gelesen? Hast du es gelesen? Wieso stellt man sich echt die Frage, wenn Marilyn Monroe das Buch gelesen hat, wenn man das Plakat sieht? Ich meine, wenn jetzt, sagen wir mal, der Charlie Chaplin auf diesem Plakat wäre mit dem Buch in der Hand, dann würde sich sicher gar niemand fragen, wenn er das Buch gelesen hat. Hey, warte mal schnell. Haben eigentlich alle berühmten KünstlerInnen eine Alliteration in ihrem Namen? Ja, ich denke schon. Ich meine Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, James Joyce, Janis Joplin, Janet Jackson, Jim Jarmusch, Danny DeVito, Günter Grass, Hermann Hesse, Pablo Picasso, Pier Paolo Pasolini, Tina Turner, Wim Wenders und der Ai Weiwei. Gut. Das ist keine Alliteration. Jo, aber das tönt schön. Hey, jetzt liest das mal. Das Buch? Nein, das Zitat hier an der Wand. Okay. Ich habe so viele Rätsel und Geheimnisse in das Buch hineingesteckt, dass es die Professoren jahrhundertelang in Streit darüber halten wird, was ich wohl gemeint habe. Und nur so sichert man sich seine Unsterblichkeit. Das ist total spannend. Hast du gewusst, als wenn die erste Ausgabe rückwärts lesest? Also nur jeden 57. Buchstabe. Als dann ein Rezept für ein Gorgonzola-Sandwich kriegst. Und hast du gewusst, dass eine Zürcher Künstlerin in den späten 90er genau das Gorgonzola-Sandwich zubereitet und an die Fassade der Zentralbibliothek katapultiert hat? Einfach zum zeigen, was Literatur alles kann. Total spannend. Und hast du gewusst, dass der James Joyce sein Buch selber so gut gefunden hat, dass er es im Testament festgehalten hat, dass, falls die Menschheit jemals DNA-Sequenzierung erfinden würde, sein Buch Zeichen für Zeichen in ein Genom übersetzt werden sollte, um daraus ganz neue Tiere zu züchten? Das ist schon mega spannend. Und hast du gewusst, dass der Reinhold Messner bei all seinen Touren immer nur die Ulysses mitgenommen und sie so oft gelesen hat, dass sich dann bei Wetten, dass angemeldet hat? Der Gottschalk hat Sätze aus dem Buch angefangen und der Messner hat sie beendet. Der Promi-Gast hat zwar noch gesagt, das schafft er niemals, aber er hat es gleich geschafft. Meine Mami hat dann den Fernseher abgeschaltet und gesagt, mal, die Schwaben sind noch eine Bande verdrillte Habaschen. So viele Geschichten über das Buch. So viele Geschichten im Buch. Das stimmt einfach. Sagt er und denkt. Und wie heisst es noch im Buch, dass der Einfluss vom Kierkegaard auf den Camus im Allgemeinen unterschätzt wird und dass eigentlich Hobbes nur ein Fisch das Spiegelbild vom Rousseau ist? Ja, ziemlich gescheit, wirklich sehr schlau. Und doch mit ein bisschen Witz drin und halt auch sehr wahr, denke ich mal. Doch, glaub, schon sehr wahr, weil also Rousseau und Hobbes, ja, das stimmt halt einfach. Und auch da mit dem Kierkegaard und dem Camus, also das ist eben schon sehr gescheit. Und aber warte mal, das ist gar nicht in dem Buch da, das ist aus einem anderen Buch. Das dicke Weiße mit den vielen Fußnoten von dem Amerikaner,
fernsehsüchtig war, vom David Foster Wallace, glaubst du? Ach, schau, jetzt, da jetzt keine Alliteration. Stimmt, von dort ist das sehr gescheite Zitat. Ich wäre auch sehr gerne so gescheit, wie der gescheit war. Und ich bin auch ein bisschen fernsehsüchtig. Und da wäre also schon mal ein Anfang, es wäre schon mal passen irgendwie. Aber ich habe das Buch nicht überhaupt gelesen. Warte mal, also jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich es gelesen habe. Nein, stimmt, da ist in dem Film vorgekommen, über die gescheite Frau, wo sie gefragt wird, dass sie jetzt mal etwas gescheit soll sagen. Und dann sagt sie eben da, weil sie halt so gescheit ist und das Buch eben ganz im Kopf hat, obwohl sie so dick ist, sogar noch dicker als Ulysses. Also ich wäre auch gerne so gescheit wie die Frau bei dem Film, weil sie schon sehr gescheit ist und liest immer sehr viel und da machen gescheite Leute ja halt auch immer, sie lesen sehr viel. Ja genau, ich sollte auch wieder mehr lesen. Vielleicht kaufe ich das Buch ja wirklich, aber es ist halt schon auch sehr dick und halt auch sehr teuer. Und wenn ich es kaufe, dann muss ich den Rest vom Monat wieder von Reis leben, außer ich finde wieder irgendeine Auftrittsmöglichkeit, wie zum Beispiel die da, und dann gibt es vielleicht wieder 100 und dann gibt es vielleicht mal Tofu oder vielleicht auch Räuchertofu. Aber dann würde es mir eigentlich auch lange für das Buch da und dann wäre ich vielleicht auch so gescheit wie die Frau in dem Film, wo der Buch liest, wo glaubt, das Zitat drin ist, wo ich gemeint habe, dass es in dem Buch da drin ist. Sven? Hä? Bist du aus deiner Bewusstseinsbächlichkeit? Einer in einem Bassin. Ein Bewusstseinsbassin. Also hast du das Buch gelesen? Hey, hast du das Buch gelesen? Ich lese es. Also jetzt gerade? Nein, morgen. Morgen tust du es lesen? Morgen fange ich an. Ziemlich sicher. Also kaufst du es? Kaufst es du? Ja, weisst du. Der Marcel Reich-Ranitzky hat schon mal gesagt, dass es allgemein bekannt sei, dass Ulysses einfach mega überschätzt sei, weil es eben eigentlich gar niemand wirklich gelesen hat. Weisst du, was ich meine? Alle meinen, es sei krass, aber ob es wirklich krass ist, das weiß eigentlich gar niemand so genau. 16.06. Zürich, 12 Uhr am Mittag. Zwei Türen am 16.06. am 12 Uhr in Zürich zaudern. Zwei Türen am 16.06. am 12 Uhr in Zürich zwischen zig Bücher zaudern und das Buch aus der Hand geben. Zwei machen am 16.06. am 12 Uhr in Zürich in der Buchhandlung Buchhaltung wegen dem Buch mit der Handlung vom 16.06. Zwei überlegen sich, ob es noch für eine Spote zu 9 Uhr reicht. Und dann holen sie sich ein Nieren-Sandwich beim Bäcker. Und ein bisschen nach Zitrone schmeckt. Danke vielmals. Danke. Nicht so begabt wie die Slam-Poeten mit dem Mikrofon. Herzlichen Dank, Dominik Muheim und Sven Hirsbrunner. Und es geht schon weiter mit der Co-Kuratorin der Ulysses-Ausstellung, Ursula Zeller. Seit 1990 arbeitet sie als Kuratorin der Zürcher James-Joyce-Stiftung. Sie hat diverse dramaturgische Übertragungen von Joyce-Texten für die Bühne entwickelt. Und sie ist Mitherausgeberin von Your Friend If You Never Had One, The Letters of Sylvia Beach to James Joyce, 2021 erschienen. Und in der Ausstellung hat sie unter anderem Kritikerinnen Stimmen zu den Hauptfiguren Leopold und Molly Bloom gegenübergestellt, um damit zu zeigen, dass die Reaktion der Kritik über die Jahre einen riesigen Wandel durchgemacht hat. Und dieses Thema vertieft sie nun im Rahmen ihres Kurzvortrags, der sich unter anderem eben mit diesen kritischen Stimmen zum Erscheinen von Ulysses befasst. Ursula Zeller. Als der Ulysses herauskam, war er sogleich eine Sensation. Oder eigentlich schon davor. Genau, einen gewissen Ruf hatte er bereits durch Vorabdrucke in Avantgarde-Zeitschriften und vor allem durch den Obszönitätsprozess 1921 in New York. Die Kritiken decken das ganze Spektrum ab, von Hymne bis Verdammnis, und das nicht selten innerhalb einer einzigen Rezension. Im britischen Observer war im Monat 1 nach der Publikation zu lesen: Mr. Joyce ist ein Genie, wobei sein innerer Monolog der abscheulichste in der ganzen Literatur ist. Und doch ist gerade seine Obszönität irgendwie schön und bringt der Seele Mitleid ab. Grob Animalisches und Subtilgeistiges mischen sich. Es gibt Sätze so knapp, so dicht, so perfekt, wie es nur geht. Ist das nicht hohe Kunst? Trotzdem hat er nicht die Vulgarität übertrieben und den Wahnsinn der Menschheit und die geheimnisvolle Materialität des Universums überzeichnet?
Eine Kritik voller Ambivalenz. Sie hebt Stil und literarische Technik hervor. Und zugleich meint der Verfasser, das Schmutzige und Sexuelle würde sensationalistisch überbetont. Sein Fazit: Für ein allgemeines Publikum sei der Ulysses nichts. Für Literaten jedoch sehr wohl. Trotzdem oder deshalb hat diese Rezension wie kaum eine andere Sylvia Beach eine wahre Flut von Buchbestellungen beschert. Und das bei einem Preis, der damals ein Drittel bis ein halbes Monatssalär verschlang. Joyce war natürlich entzückt und ließ die zwiespältige Rezension an weitere Kritiker und Kundinnen verschicken. Die billigste Version der Erstausgabe, 3/4 der Gesamtauflage, war so 6 Wochen nach Erscheinen bereits ausverkauft. Die Spaltung des Publikums in eine kulturelle Elite und eine breite Leserschaft zieht sich durch viele frühen Rezensionen. So resümiert Ivan Goll im Aufsatz »Ein Homer unserer Zeit« 1927, viele englische Kritiker sind sich einig, dass für den gewöhnlichen Leser der Ulysses erst ins heutige Englisch übersetzt werden muss, denn es ist Englisch aus dem Jahr 2000. Ja, welche Entschuldigung bleibt uns denn quasi Joyces ZeitgenossInnen, wenn wir etwas nicht verstehen? Der französische Kritiker Valérie Larbaud findet lauter Superlative. Mit Ulysses habe Joyce eine wahre Zeitenwende eingeläutet, vergleichbar mit derjenigen von Freud und Einstein in ihren Wissensgebieten. Die ganze Obszönitätsdebatte findet er einfach nur, Zitat, komisch, kurios. Ja, er lobt den reichen Bestand an obszönen Ausdrücken, die das Englische bereithält, mit denen der Autor sein Buch und vor allem das Schlusskapitel zu Molly Bloom angereichert habe. Sie werden Molly Bloom noch im O-Ton bzw. in Wollschlägers Übersetzung hören. Generell tendierten die Franzosen zu lobenden Kritiken. Auch Ivan Goll, der französisch-deutsche Kritiker, meinte dazu, Joyce beschreibt die Tätigkeiten auf dem WC mit derselben Ruhe und Beharrlichkeit wie den Einkauf einer Zitronenseife in der Drogerie. Er nimmt an den sexuellen und von der bürgerlichen Moral schamvoll verschwiegenen Bedürfnissen und Aufregungen nicht mehr Anstoß als an den Debatten in der Kammer des Parlaments. Alles, was der Mensch denkt, fühlt, träumt, alles in diesem Buch ist genau und richtig beschrieben. Der Dichter steht darüber. Ist also bei gewagten Themen wohl mehr Spielraum in Frankreich als in anderen Ländern? So viel zu nationalen Klischees. Damals wurde der Ulysses noch kaum als irische Literatur wahrgenommen, sondern primär im Kontext der internationalen Avantgarde. Larbaud merkt aber als einer der wenigen an, vielleicht auch als subtiler Seitenhieb auf die nationalistische irische Kulturrenaissance, Ulysses bringt Irland eine triumphale Wiederkehr in die europäische Hochliteratur. Joyces Werk gibt dem jungen Irland eine künstlerische Gestalt und intellektuelle Identität. Ja, und was meinten denn die Iren selber zum Roman ihres Landsmanns? In der Dublin Review war zu lesen, da der gesamte Schauplatz dieses Buchs das katholische Dublin ist und da die 700 Seiten eine furchtbare Travestie der krankhaftesten Art sind, sagen wir nicht nur für die Dublin Review, sondern für ganz Dublin, écrasez l'infâme. Die aufgeblasenen Leute, die dieses Buch als das größte englische Werk seit Shakespeare bezeichnen, mögen über die englische Literatur denken, was sie wollen. Aber dass der Ulysses eine große Schöpfung der irischen Kelten ist, ein Kocholin der Kanalisation gar oder ein Ozean der Obszönität, kann das irische Volk, das wahrlich weder die Herrscher noch die Schriftsteller bekommt, die es verdient, getrost ablehnen, ohne das Buch erst zu lesen. Die Inquisition kann nur seine Vernichtung oder zumindest seine Entfernung aus katholischen Häusern verlangen. Der Autor Shane Leslin stammte aus einer protestantischen angloirischen Familie. Er konvertierte zum Katholizismus und engagierte sich in der irischen Unabhängigkeitsbewegung. Die Rezension ist nicht zuletzt eine antikoloniale Abwehrreaktion mit dem Übereifer eines Konvertiten. Mögen diese Engländer und Franzosen den Joyce feiern, wie sie wollen. Irische Kultur ist das nicht. Ein anderer Ire, schrieb Sylvia Beach, nachdem sie ihm den Promotionsprospekt geschickt hatte, des Ulysses. Dear Madam,
Ich habe mehrere Fragmente des Ulysses in seiner Serienform gelesen. Es ist ein abscheulicher Bericht über eine widerliche Phase der Zivilisation. Aber es ist ein wahrer Bericht. Ich bin im Alter von 20 Jahren nach England geflohen und 40 Jahre später habe ich aus den Büchern von Herrn Joyce gelernt, dass Dublin immer noch das ist, was es war. Es ist jedoch ein gewisser Trost festzustellen, dass endlich jemand sein literarisches Genie eingesetzt hat, um sich dem Schrecken zu stellen. In Irland versucht man, eine Katze sauber zu machen, indem man ihre Nase in ihrem eigenen Dreck reibt. Herr Joyce hat die gleiche Behandlung am Menschen versucht. Ich hoffe, dass sie sich als erfolgreich erweisen wird. Da der Prospekt eine Aufforderung zum Kauf enthält, muss ich hinzufügen, dass ich ein älterer irischer Herr bin. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Ire, noch dazu ein älterer, 150 Franc für ein Buch bezahlen würde, dann kennen Sie meine Landsleute schlecht. Mit freundlichen Grüßen, George Bernard Shaw. Zurück in internationalen Fahrbahnen. Die English Review schreibt, von Mr. Joyces Methode zum Dadaismus ist es nur ein Schritt. Und vom Dadaismus zum Schwachsinn weniger als das. Ulysses ist bitterer, schmutziger, grausamer und satirischer als alles, was Mr. Joyce bisher geschrieben hat. Es ist eine ungeheure Verleumdung der Menschheit. Er benutzt seine wunderbaren Talente so, dass wir uns vor der Menschheit ekeln. Hier knüpfen wir an und hüpfen in die 50er Jahre zur großen Biografie von Richard Ellman. Blum ist eine bescheidene Figur, die auserwählt wurde, die besten Qualitäten des Geistes in sich zu tragen und weiterzugeben. Joyces Entdeckung, die so humanistisch ist, dass es ihm peinlich gewesen wäre, sie so zu formulieren, war, dass das Gewöhnliche das Außergewöhnliche ist. Ellmans enorm einflussreiche Biografie stellt auch einen Wendepunkt dar in der Sicht auf den Ulysses und seine Protagonisten. Von Joyces Verleumdung der Menschheit also zu einer Feier des Humanismus. Und wir spulen weiter fast forward. Declan Kybert, ein renommierter irischer Literaturprofessor an Joyces Heimuniversität UCD, hat in den 1990er Jahren eine Studie publiziert mit dem Titel Ulysses and Us, The Art of Everyday Living. Der Ulysses ist in unserer Mitte angekommen, unser aller Ulysses. Dieser war nie gedacht als obskures, unverständliches Buch für eine Elite, so meint Kybert. Der Titel klingt ja schon fast, als stamme er aus der Sektion Lebensberatung. Ein einführendes Kapitel lautet denn auch, wie Ulysses unser Leben verändern könnte. Bei Kybert tragen die Romankapitel nicht etwa die gängigen homerischen Titel Hades, Sirenen oder Penelope. Unter Stichwörtern wie Essen, Trinken, Träumen, Lieben, Sterben, Elternschaft und so weiter legt Kybert Romanepisode für Episode dar, was uns der Ulysses hierzu zu sagen hat. Diese Publikation, immerhin erschienen bei Faber & Faber, gehört sie mit ihrer Popularisierung nun fast schon zur Populärkultur? Ja, und hier ist der Fall klar. Dieser Cartoon ist 1999 in der Zeitschrift New Yorker erschienen, der Paraderoman der Moderne als Gute-Nacht-Geschichte. Ulysses jugendfrei im dreifachen Sinn. Weder obszön, noch blasphemisch, noch wirklich schwierig. Ja, und auch harte Jungs, Cowboys, lesen heutzutage Joyce. Dieser Cartoon erschien vor 3 Jahren in der englischen Tageszeitung The Guardian. Klar, diese Cartoons bestätigen genau das, was sie ironisieren. Und dennoch zeigen sie sehr schön, welche Karriere der Ulysses hingelegt hat in seiner 100-jährigen Rezeptionsgeschichte. Danke. Ja, und jetzt hören wir uns an, wie das klingt im Roman. Die Schauspielerin Fabienne Hardon liest nun aus dem letzten der 18 Ulysses-Kapitel. Fabienne Hardon wirkt als Schauspielerin in der Theaterformation Maß und Fieber
und dort zuletzt auch in der Maus und Fieber Coaching Show Der neue Prinzenspiegel oder Fanny und Isabella sind tot zusammen mit Barbara Therporten. Das Stück ist immer noch auf Tour durch die Schweiz und bald auch wieder in Zürich zu sehen. Im Kino war sie zuletzt im Film Mare von Andrea Starker zu sehen. Und nun das 18. Kapitel. Es ist bekannt unter dem Namen Penelope und erzählt Molly Blooms Stream of Consciousness spät in der Nacht bzw. bereits in den frühen Morgenstunden des kommenden Tages. Genau gesagt liest Fabian Hadorn nun den etwas gekürzten allerletzten Satz des Romans in der Übersetzung von Hans Wollschläger. Jetzt ist der Stuhl noch gar nicht benutzt worden, wird schon ignoriert. Ich setze mich mal hier auf die Tischkante, man kann das gerne auch als Bettkante lesen. So. Ein Wunder, dass ich kein altes, runzeliges Reff geworden bin. Vor meiner Zeit, so wie ich mit ihm lebe, derart kalt, wie er ist. Er umarmt mich ja überhaupt nicht mehr, außer bloß manchmal, wenn er im Schlaf ist. Das falsche Ende von mir. Weiß er wahrscheinlich gar nicht, wen er vor sich hat. Also, ein Mann, der eine Frau auf den Hintern küsst, der kann mir gestohlen bleiben. Der bringt es womöglich dann fertig hinterher und küsst alles Mögliche, andere, Unnatürliche, noch wo wir überhaupt keinen Ausdruck drin haben. Da sind wir doch alle genau gleich, zwei Klumpen Speck. Eine Frau braucht, dass sie 20 Mal am Tag in die Arme genommen wird. Fast einfach, dass sie jung bleibt, egal von wem. Hauptsache, sie ist verliebt oder wird geliebt von jemand. Wenn man aufmerksam ist gegen sie, behandeln sie einen wie den letzten Dreck. Mir ist das doch schnurzegal, was die Leute sagen. Jedenfalls wäre es viel besser für die Welt, was die Leute sagen. Jedenfalls wäre es viel besser für die Welt, wenn sie von den Frauen regiert würde. Von Frauen hat man noch nie gesehen, dass sie sich gegenseitig umbringen und schlachten. Wann hat man überhaupt mal gesehen, dass Frauen sich besoffen rumtreiben, wie die das machen? Oder dass sie den letzten Penny, den sie haben, im Spiel riskieren und bei Pferdewetten verlieren? Ja, wenn nämlich eine Frau, egal was sie macht, weil die weiß, wann sie aufhören muss. Und überhaupt, die wären doch nicht mal auf der Welt, wenn wir nicht wären. Die wissen ja gar nicht, was das heißt, Frau zu sein und Mutter. Wie sollten sie auch? Wo kämen sie alle wohl hin, wenn sie keine Mutter hätten, die sich um sie kümmert? Was ich ja nie gehabt habe. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass er jetzt immer wegrennt des Nachts von seinen Büchern und Studien und nicht zu Hause wohnt und lebt. Weil er wahrscheinlich der übliche Krach ist, dauernd. Naja, es ist schon ein trauriger Fall, dass da haben Leute nun so einen schönen Sohn und sind nicht zufrieden. Und ich habe keinen. Ob er das wohl nicht fertiggebracht hat, einen hinzukriegen? An mir lag es jedenfalls nicht. Vielleicht hätte ich ihn doch nicht in dem kleinen Wolljäckchen beerdigen sollen, wo ich so geweint habe beim Stricken, sondern es irgendeinem armen Kind schenken. Aber ich habe gleich genau gewusst, ich krieg nie wieder eins. Unser erster Todesfall war das auch. Es war nicht mehr wie früher mit uns seitdem. Ich will mich nicht mehr in trübsinnigen Gedanken verlieren. Deswegen möchte wohl wissen, wieso er eigentlich nicht über Nacht bleiben wollte. Ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, es ist jemand Fremdes, den er mitgebracht hat, statt durch die Straßen zu streifen, wo ihm Gott weiß, wer begegnen kann. Lichtscheues Gesindel und Taschendiebe. Seine arme Mutter sähe das gar nicht gern, wenn sie noch am Leben wäre. Er hätte ruhig auf dem Sofa drüben schlafen können, in dem anderen Zimmer. Aber wahrscheinlich war er schüchtern, wie ein Junge, wo er ja auch noch so jung ist, kaum 20. Wegen mir, wo ich doch dann im Zimmer direkt nebenan wäre. Er hätte mich hören können auf dem Topf. Ach was, wäre auch nicht weiter schlimm. Daedalus, das klingt wie die Namen in Gibraltar. Immer de la Paz, de la Gracia, ganz verteufelt komische Namen hatten sie da. Also, da möchte ich jetzt, oder Pisimbo und Mrs. Opisso in der Governor Street. Oh wei, was für ein Name. Ich würde sofort gehen und mich im nächsten Fluss ertränken, wenn ich so hieße wie die. Nein, sowas. Also, das möchte ich jetzt direkt wissen, ob ich das Spanisch wohl noch hinkriege, ohne dass mir die Zunge zerbreche dabei. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Sieh mal,
Alles habe ich doch noch nicht vergessen, wie ich erst dachte. Wegen der Grammatik, ein Dingwort bezeichnet eine Person, einen Platz oder eine Sache. Schade, dass ich nie versucht habe, diesen Roman zu lesen, den mir die rechthaberische Mrs. Rubio lieh von Valera mit den Fragen drin. Alle verkehrt rum, so und so. Ich wusste ja immer, dass wir am Ende dann doch wieder weggehen würden. Aber ich kann ihm Spanisch beibringen und er mir Italienisch. Dann wird er schon sehen, dass ich nicht so unwissend bin. Wie schade, dass er nicht da geblieben ist, der arme Kerl. War ja bestimmt todmüde und brauchte ganz dringend einen festen Schlaf. Ich hätte ihm das Frühstück ans Bett bringen können, mit ein bisschen Toast zum Beispiel. Also, ich gebe ihm sogar noch mehr Gelegenheit. Ich werde ganz früh aufstehen morgen. Das alte Bett von diesem Cohn bin ich sowieso satt. Ich könnte drüber auf den Markt gehen und mir das ganze Gemüse ansehen und den Kohl und Tomaten und Möhren und alle möglichen Sorten. Herrliches Obst, was alles so schön frisch reinkommt da. Und wer weiß, wenn mir dann als erster Mann über den Weg liefe, die liegen doch schon in aller Herrgottsfrühe auf der Lauer. Wie Manny Dillon immer gesagt hat, recht hat sie gehabt. Und bis spät in die Nacht, das war ihr Kirchgang. Also jetzt gäbe ich was drum, wenn ich eine große, saftige Birne hätte, die einem auf der Zunge zergeht. Wie immer, wenn ich in der Hoffnung war, dann könnten mir seine Eier gestohlen bleiben. Und der Tee in der Schnurrbarttasse, die sie ihm geschenkt hat, wo ihm bloß das Maul immer größer von wird. Wahrscheinlich würde er auch meine Sahnecreme gern mögen. Ich weiß, was ich tue. Ich werde immer ziemlich fröhlich rumlaufen, nicht zu viel allerdings, und ein bisschen singen von Zeit zu Zeit. Mi fa pietà, Masetto. Und dann ziehe ich mich langsam an zum Ausgehen. Presto non son più forte. Ich ziehe mein bestes Hemd an und schlüpfe und sehe zu, dass er auch ordentlich was mitkriegt davon, dass ihm sein Pimmel hübsch zum Stehen kommt. Oh, Freutscher! Dass ihm sein Pimmel hübsch zum Stehen kommt. Und das soll er dann ruhig auch alles erfahren, wenn es das ist, was er gewollt hat, dass seine Frau gefickt wird. Jawohl, und zwar verdammt gut gefickt wird, bis rauf an den Hals. 5 oder 6 Mal in einer Tour. Ist alles seine Schuld, wenn ich eine schändliche Ehebrecherin bin, wie dieser Doofmann auf der Galerie gerufen hat. Also wenn das alles ist an Schlimm, was wir in diesem Jammertal getan haben, weiß Gott, dann ist das nicht viel. Und sowieso tut das doch jeder, bloß, dass es alle bloß heimlich machen und nicht zugeben. Und wahrscheinlich ist es das, ja. Auch wozu eine Frau überhaupt da ist, sonst hätte er uns ja wohl nicht so gemacht. Und dann gehe ich aus. Und er kann da bleiben und an die Decke starren, wo ich wohl hingegangen bin. Lass mal sehen, ob ich noch wieder etwas eindämmern kann. 1, 2, 3, 4, 5. Was sind das eigentlich für Blumen, die Sie da erfunden haben? Wie die Sterne. Die Tapete in der Lombard Street war viel schöner. Die Schürze, die er mir geschenkt hat, die war so ähnlich gemustert. Ich habe sie aber bloß 2-mal getragen. Lieber die Lampe ein bisschen runterdrehen, nochmal versuchen, dass ich früh auch aus den Federn komme. Ich werde zu Lamp gehen, da neben Findlay, da, dass sie uns ein paar Blumen schicken, die ich in der Wohnung aufstellen kann, für den Fall, dass er ihn morgen mit nach Hause bringt. Heute meine ich. Nein. Freitag ist ein Unglückstag. Zuerst will ich mich mal etwas sauber machen. Will ich erst mal sauber machen in der Wohnung. Ich glaube, der Staub wächst sogar, während ich am Schlafen bin. Dann können wir etwas musizieren und Zigaretten rauchen. Ich kann ihn begleiten. Aber zuerst muss ich noch die Tasten vom Klavier säubern mit Milch. Was ziehe ich denn an? Soll ich eine weiße Hose tragen? Oder halt mal, diese schönen Kuchen bei Lipton. Also ich liebe ja diesen Duft in einem reichen, großen Laden zu $7,50 das Pfund. Oder die anderen mit den Kirschen drin. Und der rosa Zucker, $11 das Kilo. Und natürlich eine schöne Topfpflanze für mitten auf dem Tisch. Die kriege ich doch billiger bei... Moment, wo war das doch? Ich habe sie doch kürzlich erst gesehen noch. Ich liebe ja Blumen. Am liebsten hätte ich die ganze Wohnung. Täte in Rosen schwimmen, Gott im Himmel, es geht doch nichts über die Natur. Die wilden Berge, dann das Meer und die Wellen, wie sie am Rauschen sind. Und das schöne Land mit Hafer- und Weizenfeldern und allen möglichen Sachen. Und das ganze schöne Vieh am Weiden, das täte einem so richtig gut, mal wieder Flüsse zu sehen. Und Seen und Blumen, alle möglichen Formen und Düfte und Farben, sogar in den Gräben. Sprießen die überall, Schlüsselblumen und Veilchen. Das ist die Natur, und wenn ich die...
wenn die sagen, es gibt keinen Gott, dann kann ich bloß sagen, ich pfeife auf ihre ganze Gelehrsamkeit. Wieso gehen sie nicht hin und schaffen selber mal was? Habe ich ihn schon oft gefragt, diese Atheisten oder wie die sich nennen, sollen doch erst mal vor ihrer eigenen Haustür kehren. Aber dann heulen sie nach dem Priester, wenn es ans Sterben geht. Und warum? Ja, warum? Weil sie Angst vor der Hölle haben. Wegen ihrem schlechten Gewissen. Ah ja, mir machen die nichts vor. Wer war denn das erste Wesen im Weltenraum, bevor das sonst jemand da war, der alles geschaffen hat? Wer war denn? Ach, das wissen sie nicht genau, so wenig wie ich. Da sitzen sie da. Sie könnten ebenso gut versuchen, dass sie die Sonne am Aufgehen hindern, morgen früh. Die Sonne, die scheint für dich allein, hat er damals gesagt, an dem Tag, wo wir unter den Rhododendren lagen, oben auf dem Haus, in dem grauen Tweed-Anzug und mit dem Strohhut. An dem Tag, wo ich ihn so weit kriegte, dass er mir den Antrag gemacht hat. Ja, zuerst habe ich ihm ein bisschen von dem Mondkuchen aus meinem Mund gegeben. Und es war Schaltjahr, wie jetzt. Ja, vor 16 Jahren, mein Gott, nach dem langen Kuss ist mir fast die Luft ausgegangen, ja. Er sagte, ich wäre eine Blume des Berges. Ja, das sind wir alle. Blumen, ein Frauenkörper, ja. Da hat er wirklich mal was Wahres gesagt in seinem Leben. Und die Sonne, die scheint für dich allein heute. Ja, deswegen habe ich ihn auch gemocht, weil ich gesehen habe, er versteht oder kann nachfühlen, was eine Frau ist. Und ich habe auch gewusst, ich kann ihn immer um den Finger wickeln. Und da habe ich ihm die ganze Lust gegeben, die ich konnte. Und habe ihn so weit gebracht, dass er mich gebeten hat, Ja zu sagen. Und zuerst habe ich gar keine Antwort gegeben. Habe bloß so rausgeschaut aufs Meer und über den Himmel. Ich musste an so viele Sachen denken, von denen er gar nichts wusste. Malvi und Mr. Stanhope und Hester und Vater und der alte Captain Groves und die Matrosen, die alle. Vögel fliegen hoch und ich ruf, bückt euch und Geschirrspülen, wie sie das nannten, spielten am Pier und die Wache vor dem Haus des Governors mit dem runden Ding und dem weißen Helm, der arme Teufel, hab gebraten bei und die spanischen Mädchen, wie sie immer am Lachen waren in ihren Schals mit den großen Kämmen und die Versteigerung morgens immer die Griechen und Juden und Araber und weiß der Teufel, wer sonst noch alles von allen Enden Europas und die Duke Street. Und der Geflügelmarkt wieder alles am Gackern war vor Larby Sharon. Und die armen Eselchen, wie die halb im Schlaf lang schlichen. Und die Gammelbrüder mit den Mänteln, die auf den Treppenstufen schliefen im Schatten. Und die großen Räder der Ochsenkarren, das alte Schloss, tausende von Jahren alt schon, ja. Und die hübschen Mauern, alle ganz in weiß und mit Turban, wie Könige, wie sie einen baten. Man soll doch Platz nehmen in ihrem winzigen, kleinen Lädchen und Ronda. Mit den alten Fenstern der Posadas hinterm Gitter zweier Augenglanz für ihren Liebhaber, dass er das Eisen küsst. Und die Weinhandlungen, die immer halb offen hatten nachts und die Kastagnetten. Und an dem Abend, wo wir das Fährschiff in Algeciras verpasst hatten. Der Wächter, wie er so heiter und alles in Ordnung herumgriff mit seiner Laterne und oh, der reißend tiefe Strom. Oh, das Meer glührot. Manchmal wie Feuer und die herrlichen Sonnenuntergänge und die Feigenbäume in den Alameda-Gärten. Ja, und die ganz komischen kleinen Straßen und Gässchen und rosa und blauen und gelben Häuser und die Rosengärten und der Jasmin und die Geranien und die Kaktusse und Gibraltar als kleines Mädchen, wo ich eine Blume des Berges war. Ja, wie ich mir die Rose ins Haar gesteckt habe, wie die andalusischen Mädchen immer machten. Oder soll ich eine rote tragen? Ja, und wie er mich geküsst hat. Unter der maurischen Mauer. Und ich habe gedacht, na schön, er so gut wie jeder andere. Und habe ihn mit den Augen gebeten, er soll doch noch mal fragen. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich will. Ja, sag ja, meine Bärblume. Und ich habe ihm zuerst die Arme um den Hals gelegt und ihn zu mir niedergezogen, dass er meine Brüste fühlen konnte, wie sie dufteten. Ja, und das Herz ging ihm wie verrückt. Und ich habe ja gesagt. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, Fabian Hadorn. Und es geht weiter mit Hayat Erdogan. Sie war Forschungsstipendiatin der James-Joyce-Stiftung in Zürich und Triest. Sie arbeitete als Dolmetscherin und Übersetzerin. Seit der Spielzeit 2019-2020 ist sie Co-Direktorin und Dramaturgin am Theater Neumarkt und außerdem arbeitet sie an der Zürcher Hochschule der Künste, wo sie Dozentin für Theorie, Dramaturgie und performative Kunst ist. In ihrem Vortrag geht sie einem Thema nach, das sie bereits seit sie Stipendiatin der Zürcher James-Joyce-Stiftung ist, beschäftigt. Mit Fokus auf das Kapitel The Oxen of the Sun, die Rinder des Sonnengottes, spricht Hayat Erdogan über Karnevalisierung, über Intertextualität. Heute habe ich es nicht mit dem Sprechen. Das ist ein Versprechen. Zum Glück passt das. Über Transgression des männlichen Körpers, über Sprache und Stil als Ideologie, aber auch Sprache und Stil als Bausteine, um eine andere Welt hervorzubringen. Hayat Erdogan. Danke. Und ich hab dieses Gerät hier vor mir, weil ich irgendwie meinen Ausdruck nicht finde. Ich hoffe, das wird nicht als eine Mauer zwischen uns gelesen und gedeutet. Vielleicht noch, bevor ich beginne, danke für die Einführung. Und es klingt wahnsinnig ambitioniert, was ich angeblich heute alles sagen werde. Und ich gestehe, ich habe das genau so auch formuliert in einer Mail. Und es ist ein bisschen was anderes geworden. Aber einige der Stichworte kommen vor, so viel kann ich sagen. Ja. Okay, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung und dass ich heute Abend hier sein darf, um über James Joyce und seinen literarischen Kosmos, das Buch der Moderne oder das Mammutwerk schlechthin zu sprechen. Ulysses, wir haben es gehört, ein Roman, der maßlos überschätzt ist. So sagte Reich Ranitzky 1990 und ergänzte, dass Ulysses vor allem deshalb so überschätzt wird, weil ihn kaum jemand gelesen hat. Und ich denke, das ist ein valider Punkt. Gleichzeitig könnte man aber sagen, dass Ulysses auch nie ein Buch für die sogenannten Leserinnen war, sondern, so würde ich sagen, ein Buch für SchriftstellerInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen, RätsellöserInnen, Spurensuchende, Besessene, Scholars oder eben Nerds. Auch ich war einst ein Joyce oder besser Ulysses-Scholar/Nerd. Angefangen hat alles mit einem Seminar. Ich erinnere mich, wie ich Wochen vor Beginn dieses Seminars mit meiner Penguin Annotated Student Edition da saß, ziellos in diesem Monstrum herumblätterte, weil es mir nicht so recht gelingen wollte, in den Roman reinzukommen. Ich kannte Stephen Dedalus aus dem Porträt des Künstlers als junger Mann, aber damals, als ich in den Ferien weintrinkend diesen Erstlingsroman gelesen hatte, war mir nicht sehr viel geblieben, beziehungsweise ich war noch nicht im Joyce-Bann. Und es dauerte dann eben ein paar Jahre, dass ich den Ulysses in die Hand nehmen sollte. Da war ich also 2007 vor diesem Joyce-Seminar, langweilte mich fürchterlich beim Versuch, chronologisch und linear zu lesen. Also begann ich zu recherchieren. Ich las zunächst die Notes ganz hinten im Buch, Kapitel für Kapitel. Ich las die Titel der 18 Kapitel, die Joyce, wie wir ja wissen, später für die Leserin unsichtbar machte. Ich las, was es mit diesen Titeln und der Referenz zur Homerischen Odyssee auf sich hatte. Ich las Stuart Gilbert's Study to Joyce's Ulysses, studierte das sogenannte Gilbert Scheme. Ich las Fußnoten, um auf weitere, weiterführende Sekundärliteratur zu stoßen. Ich las Sekundärliteratur, viel davon. Ich las zur Entstehungsgeschichte, ich studierte Interpretationen einzelner Kapitel, ich las zum Stellenwert dieses Romans innerhalb der Literaturgeschichte und seiner Bedeutung für die Moderne. Ich las in der Ellman-Joyce-Biografie, ich las über Nora, seine Frau, ich las über seine Tochter Lucia, ich las über seine ersten Herausgeberinnen und Shakespeare & Company, ich las über seine Reisen nach Triest, nach Paris, nach Zürich. Ich las über seine Rivalitäten oder die der anderen mit ihm, so zum Beispiel Gertrude Stein, die sich von der Rezeption und der Anerkennung durch den sogenannten Kanon ungesehen und übergangen fühlte. Ich las von seinen Verliebtheiten und seiner Schwärmerei für Beckett. Ich las über seine schlechten Augen und über seinen satanischen Spitzbart. Ich las und las Briefe, Analysen, Beschreibungen, Notizen, Erinnerungen und so weiter und so fort. Ich war in meinen Recherchen bereits fortgeschritten. Und immer wieder wurden Besonderheiten wie Strukturmerkmale des Romans betont oder etwa eine sehr durchdachte, minutiös kalkulierte Bauweise. Das Spiel mit der Idee eines vorherrschenden Dekorums der Literatur und vor allem der Idee eines Romans,
die Revolutionierung der Prosa und die Radikalität darin, das Belächeln der Debatten darüber, was ein literaturwürdiger Inhalt zu sein hatte, die Lust am Experiment und die Virtuosität im Umgang mit Sprache, das Enzyklopädische des Werks, der Roman als Innovations- und Wissensarsenal. Ja, und dann lernte ich Fritz Senn kennen. Ich besuchte ihn in der Joyce-Stiftung hier in Zürich. Ich erzählte ihm von meinen Interessen, vielleicht eine poststrukturalistische Lesart von Joyce mit Theorien der Intertextualität. Vor allem Christe war aus dem Geiste des Bachtinschen Karnevals, sagte ich. Er antwortete, hat der Poststrukturalismus schon jemals was für dich getan? Nach diesen Vorbereitungen war klar, ich bin ready, ich kann nun beginnen, diesen Roman zu lesen und lesen verstanden als Studieren, eine Art Exegese. Ulysses, ein Roman, wir haben es gehört, ohne Handlung, der an einem Tag spielt, am 16. Juni 1904 in Dublin. Das sind eben Stephen Dedalus, Leopold Bloom, Molly Bloom und zahlreiche andere Figuren, die man im Verlauf des Tages von 8 Uhr morgens bis tief in die Nacht bei ihren Verrichtungen, Bewegungen und Transformationen durch die Stadt Dublin, bei Gesprächen, bei der Arbeit, bei ihren Gedanken und Erinnerungen und ihrem Verlangen nachgehen, beim Saufen, beim Abschied nehmen, beim Willkommen heißen, beim Tratschen, beim Gebären, beim Sterben, beim Betrügen, beim Brutalsein, kurz beim menschlichen Allzu menschlichen Kennen und Lieben lernen. Die Reise durch den Roman war wahrlich eine Odyssee, eine Reise durch eine Fülle sprachlicher und stilistischer Möglichkeiten als utopische Miniaturen, als Mikrowelten. Sprachen und Stile, die von Joyce neu entwickelt oder zitiert, variiert, montiert, überschrieben wurden. Jedes Kapitel führte mich in einen neuen Kosmos, weil jedes Kapitel einer anderen literarischen Technik und einem anderen Thema gewidmet ist. Von der einfachen Erzählung, vielfältigen Parodien und Sprachspielen, Experimenten mit dem musikalischen Potenzial von Sprache, zu einer Genese der Stile vom Mittelalter bis in die Moderne, zu einem halluzinierten karnevalesken Drama, zum Katechismus, bis schließlich am Ende des Tages in der Nacht nicht nur die Figuren erschöpft und betrunken schwanken, sondern auch die Sprache einen Zustand des unkontrollierbaren freien Flusses, den Stream of Consciousness, erreicht, indem sie sich die Sprache ihres stilistischen Korsetts entledigt, ihrer autorialen Kontrolle entzieht und somit die Figur hinter der Sprachmaske zeigt. Intim, fragil, berührbar und berührend endet der Roman in 8 unendlich langen Sätzen, die frei assoziierende Gedanken, Erinnerungen, Sehnsüchte einer empathisch erlebbaren Figur sind, die keine geringere ist als die weibliche Protagonistin Molly Bloom. Ja, ich will, ja, sagt sie zum Irrsinn dieses Tages, ihrer Erinnerungen, ihrer Gedanken, ihrer Sehnsüchte. Ja, sagt sie zur Liebe, zur Vergänglichkeit, zur Lust, zur weiblichen Sexualität, zum Sein, zum Werden und Vergehen, zum Verlieren, zum Verbergen, zum Geliebtwerden und Lieben, zum Geben, zum Begehren, zum Betrügen, zum Wieder-Ja-Sagen, kurz zum Leben, das weitergeht. Yes, die Transgression des männlichen Körpers, so könnte man dieses Schlusskapitel Penelope auch lesen. Pen elopes, da brennt Joyce im wahrsten Sinne der Stift durch, nichts zu machen. 8 Sätze auf über 60 Seiten. 8. Wenn man die Zahl tippt, dann ist es ein Unendlichkeitszeichen. Unendlich reich ist sie, diese menschliche Komödie des Seins, Werdens und Vergehens, diese Odyssee der Stile, dieser Versuch, durch die Sprache, hinter die Sprache, ins Fleisch, ins Innere, ins mit der Welt Verbundene zu dringen, um Ja zu sagen. Weshalb auch das letzte, das 18. Kapitel, dem Fleisch und der Erde zugeordnet ist. Endlich etwas Berührbares, das Fleisch, die Erde. Mother Nature, in woman's womb, world is made flesh. Und so weiter. 18. Die Quersumme ist 9. Und 9 Monate dauert in der Regel eine Schwangerschaft, bis neues Leben geboren wird. Und auch eine Geburt wird im Ulysses mit der embryonischen Entwicklung der Sprache kurzgeschlossen. 9, das ist 3 im Quadrat. Für mich waren 3 Kapitel besonders wichtig und zusammenhängend. Kapitel 3, Proteus, Kapitel 14, The Oxen of the Sun, Kapitel 18, Penelope. Das Proteus-Kapitel, Kapitel 3, ist der sogenannte männliche Monolog. Im Grunde ereignislos, wie vieles im Roman, ist man hier bei und mit Stephen, der am Strand entlang spaziert, um die Zeit bis zu seinem nächsten Treffen totzuschlagen. Er ist in Gedanken versunken. Ineluctable modality of the visible. So wie Proteus sich in alle Dinge verwandeln kann, geht es in diesem Kapitel um die Bedingungen von Wahrnehmung, Sehen und die Frage nach einer objektiven Realität. Was immer Stephen in diesem Kapitel sieht oder hört, verschmilzt in seinem Kopf mit früheren Erlebnissen, mit philosophischen Gedankensplittern. Die Welt vor seinen Augen am Strand verwandelt sich durch diese neuen Sinneseindrücke, die seine Wahrnehmung verändern und transformieren.
Schöpfung aus dem Nichts, sinniert er, denkt über den Anfang nach, den Womb of Sin, die Gebärmutter der Sünde, und gibt sich auf der Suche nach identitätsstiftendem, den sich transformierenden Gedanken, den Reinkarnationen von realitätsschaffenden Worten hin. Das Ochsen of the Sun Kapitel Nummer 14 ist der Gebärmutter zugeordnet und spielt nicht weiter überraschend im Maternity Hospital, wo eine Figur in den Wehen liegt, während die Männer zusammensitzen, trinken und über Mutterschaft, Sterilisation, Befruchtung, Verhütung, die medizinische Entscheidungshoheit, über Leben und Tod und vieles mehr reden. Das Kapitel ist 9 geteilt und ist das Kapitel, das wohl die größte Fülle an literarischen, stilistischen Referenzen aufweist und in der gesamten Dramaturgie die embryonale Entwicklung, eine Schwangerschaft, anhand der Entwicklung der englischen Sprache simuliert. In woman's womb, word is made flesh. But in the spirit of the maker, all flesh that passes becomes the word that shall not pass away. This is post-creation, sagt Stephen, während er und die anderen Männer trinken. Joyce stellt die entlehnten Stile in der chronologischen Reihenfolge ihres Entstehens vor. Auf den knapp 62 Seiten sind es mindestens 30 einzelne Stile, teils Imitationen bestimmter Autoren, teils Entlehnungen allgemeiner Diktion von Gattungen wie lateinischen Texten, gotischen Romanen, evangelischen Oratorien, Essays, Predigten und so weiter. Die Gestation wird hier mit einer Genealogie von Stilen, die die Fruchtbarkeit des Schreibens auf ihre Sterilität und Verschwendung in bestimmten Schreibweisen hin genauso überprüft wie die homerische Geschichte voller Transgressionen und überschrittenen Grenzen. Man könnte sagen, dass der Gebrauch von verschiedenen Stilen zur Erkenntnis führt, dass jeder Stil, jede Schreibkonvention eine Grenze, ein System der Begrenzung darstellt. Und doch, aus jeder Begrenzung erwächst eine neue Möglichkeit. Jede Schreibweise ist eine Geste, die zeigt, dass es hinter der Grenze weitergeht und dass Bedeutung nicht in den Worten liegt, sondern zwischen den Worten. Die Idee, die in diesem Kapitel vorherrschend ist, ist, dass der weibliche Körper alle Ursache des Lebens und der Mann eigentlich nur eine Fertilizer-Farm aufmachen könnte sein, statt Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Dies zum Beispiel wird in der Diskussion über die Medizin der damaligen Zeit belegt, worin sich vor allem, so Stephen Dedalus, die patriarchale Ordnung zeige, die er im Übrigen in diesem Kapitel ohnehin verballhornt. Stephen macht sich über das Recht der Mediziner lustig, die nicht aufgrund eines medizinischen Wissens Entscheidungen treffen würden, sondern eben aufgrund ihrer Position in der symbolischen Ordnung des Patriarchats. Das Kapitel bzw. die Entwicklung der Sprache in diesem 14. Kapitel endet im Chaos. Die immer schnelleren Abfolgen, literarische Stile negieren die Idee einer objektiven Realität, führen vor, wie sich verändernde menschliche Konventionen und kulturelle Formationen mit den sprachlichen Ausdrucksformen zusammenhängen. Oder kurz, es gibt keine Neutralität, es gibt keine Kontinuität, es gibt kein Wahres, sondern nur steten Wandel, ein ständiges Werden und Vergehen. Das Kapitel ist auch die Feier der Geburt von neuem Leben, das Kind kommt zur Welt, und die Feier der karnevalesken Durchmischung von Stilen, von hoher Sprache und Gassenhauern, von derben Witzen und philosophischen Referenzen. Kurz, die Feier der Gleichzeitigkeit der Umkehr bestehender Ordnung, um keine Ordnung zu definieren, um sich aus dem Korsett einer Sprache, eines literarischen Dekorums, einer geltenden stilistischen Konvention zu befreien, was eben im 18. Kapitel Penelope dann auch geschieht. Eine Befreiung, die Transgression des männlichen Text/Körpers. Yes. Vielen Dank, Hayat Erdogan. Wir kommen zum zweitletzten Gast. Das ist Reto Henny. Er ist Schriftsteller und ist seit seinem Erstling Ruch, ein Bericht von 1979, und dem aufsehenerregenden Zürich Anfang September über die Zürcher Jugendunruhen von 1980 bekannt. Er hat ein dichtes literarisches Werk geschaffen und 2014 erscheint eben dann Blums Schatten im Verlag Mattes und Seitz. Eine Art Paraphrase des Ulysses in einem einzigen Satz, in einen Satz gepackt, der durchdrungen ist auch von anderen Texten, voller Anspielungen und so gesehen eigentlich eine Variation auf Texte jeglicher Art und damit eben auch ganz nah bei der Arbeitsweise von James Joyce in Ulysses. Dass sich Reto Henny den Ulysses als Referenz gewählt hat, hat nicht zuletzt einen ganz persönlichen Grund. Es ist eben jenes Werk, das ihm 1962 von seinem damaligen Lehrer zum Lesen gegeben wurde und ihm half, als Legasthenie-Therapeutikum offenbar eine sehr gute Wirkung zu entfalten. Reto Henny hat zahlreiche literarische Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis und
Dieses Jahr, 2022, wird ihm der Schweizer Grand Prix der Literatur für sein Gesamtwerk verliehen. Damit, Reto Henny, die Bühne für dich. Philipp Sipp hat alles schon gesagt. Ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Es ist wirklich so gewesen, dass ich vom Berg in die Stadt versetzt den Ulysses als Mittel gegen meine Legasthenie verordnet bekam. Von einem rätoromanischen Dichter Klabiert. Und im Prinzip verdanke ich es Klabiert, dass ich heute hier bin. Und gleichzeitig verdanke ich es dank dieser Lektüre, dass ich selber zum Schreiben angefangen habe. Denn dieses einschlagende Leseerlebnis hat mir etwas Nachhaltiges gezeigt. Ich habe ja früher schon Kinderbücher gelesen. Es gab im Bergdorf jedes Jahr eine Holzkiste mit dem Schweizer Kreuz drauf vom Verein für gutes Jugendbuch oder wie das hieß. Da war von der Roten Zora über die Schwarzen Brüder bis ein paar andere Dinge einiges drin. Das hat man so im Laufe des Winters durchgelesen. Mein Großvater hat mir Sagen erzählt, das hat irgendwie mehr Eindruck gemacht als das, was da in den Kisten drin war. Und dann kam dieses Buch, das ich verordnet bekam, mit einigen anderen. Ich ging in die Kantonsbibliothek, bin zurückgegangen und habe dem Lehrer gesagt, oder hat der Lehrer gefragt, und? Und dann sage ich, ja, ich habe einiges bekommen, aber dieses eine Buch da mit diesem Ulysses, das habe ich nicht bekommen. Und das war damals in Chur auf dem Index, ein paar Meter über der Kantonsbibliothek residierte der Bischof, und darum war das damals als nicht genehmes Buch nur ab 18 ausgehändigt worden, und zwar nicht nach Hause, sondern man konnte dieses Buch nur im Hinterzimmerchen für eine Stunde täglich sich anschauen. Und Klabiert ist so sauer geworden und gesagt, das wollen wir doch noch probieren. Hat es wirklich geschafft, dass ich als 15-Jähriger, das ist jetzt wirklich 60 Jahre her, fast auf den Tag, da hingehen konnte und jeden Tag eine Stunde das Buch da aufgelegt bekam. Ein alteingesessener oder aus einer alteingesessenen Familie ist an der Türe gehockt, damit ich es nicht einpacke und irgendwie unter der Hand nach draußen nehme. Und der Bibliothekar hat gedacht, der kommt 2-3 Tage, und dann haben wir Ruhe, dann ist Biert zufrieden und alles ist in Ordnung. Ich habe aber durchgebissen. Ich habe dann später, muss ich ehrlichkeitshalber sagen, nach einiger Zeit hat Biert dann gesagt, ich gebe dir jetzt mein eigenes Buch mit, damit du nicht jeden Tag da in die Schule, in die Bibliothek musst. Das war dann das Resultat dessen war, dass ich dann anfing, Schule zu schwänzen und statt in die Schule ging, halbe Vormittage gelesen habe. Und dieses einschlagende, unwiederholbare Leseerlebnis, damals gab es nicht die Wollschläger-Übersetzung, sondern nur die von Goyert. Und ich weiß nicht, ob die so schlecht ist, wie sie lange Zeit schlecht gemacht wurde. Jedenfalls bin ich, wenn ich heute da reinschaue, gar nicht so unglücklich. Da spricht jedenfalls nicht Franz Bieberkopf. Und der andere, der da spricht, ist dann kein Kommissar aus einem Tatort von Karlsruhe, sondern da sprechen sie ein bisschen moderater. Lassen wir das. Ich bin jedenfalls froh, habe ich dieses Buch in die Finger gekriegt und nicht die Hausbibelgroße Ausgabe von Surkamp Verlag mit den Kommentaren drin. Denn wenn ich das als erstes in die Finger bekommen hätte, hätte ich das Buch garantiert nach dem ersten oder spätestens dem zweiten Tag weggelegt und gesagt, dafür bin ich nun wirklich zu dumm. Ich habe es gelesen, A, weil es verboten war, B, weil ich ein absolutes Zutrauen bekam für diesen Lehrer, der sagte, du bist gar nicht so blöd, du bist einfach Legastheniker, du musst lesen, lesen, lesen und nochmal lesen. Und verstanden habe ich wahrscheinlich nichts. Ich habe die ersten Zeilen wahrscheinlich schon kapiert. Und dann die ersten drei Kapitel vermutlich gar nichts.
im vierten Kapitel, da geht es relativ einfach los. Da bereitet Blum seiner Frau das Frühstück und da kommt eine Katze vor. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, oder mein Lektor hat dann gesagt, woher hast denn du die Katze her? Die kommt beim Joyce schon auch vor. Aber meine die Katze, die bei mir jetzt vorkommt in meinem Blumschatten, das ist natürlich meine eigene Katze. Also habe ich mich wieder erwischt, dass ich nicht über meinen eigenen Miststock hinaus sah. Dann habe ich dieses gelesen und gesagt, diese Geschichte will ich mal nacherzählen. Wenn ich behaupte, Literatur entsteht ohnehin aus Literatur. Da könnte man jetzt lang drüber reden, das lassen wir. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich habe da keine Nacherzählung in dem Sinne gemacht und das ist auch keine Rekonstruktion meiner damaligen Lektüre, weil das geht eh nicht. Die Erinnerung geht von heute aus rückwärts, also ich würde mich permanent selber belügen. Bixel hat gesagt, als wir das Buch vor 7 Jahren, 2014 hier vorstellten, hat gesagt, das ist eine Ballade. Und es hat mehr zum Beispiel mit den Diabelli-Variationen zu tun, als mit einem konventionellen Roman. Thema e variazioni con alcune licenze, könnte man sagen. Ich lese mal kurz das Thema und dann zwei Strophen dieser Ballade. Die Odyssee eines Annoncenakquisiteurs, weder ohne Furcht noch ohne Tadel, der teils wie unter Schock das immer neue mit immer neuer Hoffnung zu betrachten, einen geschlagenen, hektisch anstrengenden Tag lang, einen, wenn man es bedenkt, völlig gewöhnlichen Frühsommertag, an welchem dann allerdings die lange Trockenheit ihren Höhepunkt erreichen sollte, von morgens um 8 quer durch den Tag bis weit über Mitternacht hinaus, das nimmer neue mit immer neuer Hoffnung zu betrachten, durch das Labyrinth einer Stadt weit oben auf der nördlichen Halbkugel irrt, wo die vielen Kneipen den größten Teil der reichlich bemessenen freien Zeit und des der freien Zeit nicht ganz angemessenen Geldes beanspruchen und es zu dieser Jahreszeit kaum richtig dunkel werden will. Also noch das Intimste vom Dämmer aufgehellt sich abspielt. Das ist ein triviales Thema, wie bei den Diabelli-Variationen auch. Jetzt springe ich einfach in eine dieser Variationen. Sie kennen das Buch ja alle. Als Zweiäugiger in die Höhle des einäugigen Nationalismus verschlagen, durch das patriotische Gelaber eines polternden Troglodyten, der angeblich sich an Kunst delektierend, an Heimerkunst natürlich, mit Vorliebe blondzopfigen Mädchen, der Unschuld vom Land, durch Gesetz nicht noch recht zu bändigen, sich seiner Freiheit rühmend, als den einen ihr Heilsbringer, ohne anderen, da hilft ihm all sein mit Dreck und Dünger erschachertes Gold am Ende wenig je einer zu werden, den ungebetenen Gast sogleich in einen eschatologischen Disput über die letzten Dinge verstrickt. Was höre ich recht? Jesus, sagt der Frevler, ich schlag, brüllt der Bürger auch schon los, rotgesichtig mit dem Blick eines Stiers, den eben das Beil getroffen und der nicht mehr lebt und noch nicht weiß, dass er tot ist. Vor Entrüstung japsend den Kiefer, schäppst die Unterlippe schlaff, das Maul stumpfsinnig offen, die Hände verwerfend, ehe er sich fangend, mit der Faust auftrumpft, dass an der Bar die Pinten hüpfend überschwappen und dadurch erneut in Rage. Ich schlag dem gehörnten Jid das Hirn raus. Wagt der Kerl, der schuft das Nichts, diese levantinische, nach Knoblauch stinkende Scheißhausratte. Und wieder, wie ein Ochsenfrosch nach Luft schnappend, klafft dem Polterer kurz der Kiefer, tatsächlich den heiligen Namen zu gebrauchen und rassisch sich mit unserem Heiland gleichzusetzen. Kreuzigen werde ich den hergelaufenen Hund, das werde ich, jawohl, gib her. Reißt es dem Wirt los, der es noch halten will, holt aus und schon fliegt das Ding. Gott sei Dank, dem Polterer blendete die Sonne, das Auge sonst hätte das drum getroffen. So scheut nur der Fiakerklepper vor der Tür. Das Spelunkengesocks brüllt und lacht und die alte Blechbüchse, die im Lokal neben anderem Krimskrams zur Zierde auf der Kredenz gestanden, gespickt voller Rostflecken, illustriert mit einer jungen Frau, die in einem langen weißen Kleid in schmachtender und zugleich steifer Pose halb ausgestreckt im Gras liegt und neben ihr, die in Händen eine gleiche Dose hält, auf deren Deckel sich wie bei diesen Spiegelspielen klein und kleiner endlos dasselbe Bild wiederholt, postiert eines dieser närrisch frisierten weißen Hündchen
und so weiter. In Wirklichkeit, das heißt deutlich sichtbar zu erfassen, genau genommen gerade zweimal, da schon die dritte Dose so klein abgebildet ist, dass die junge Frau im Grün nur noch als heller Fleck erscheint und das Hündchen neben ihr als Punkt, aber allein die Vorstellung, der Gedanke an die endlose Wiederholung, selbst wenn deren Wahrnehmung im Flug sich dem Auge entzieht, ist beängstigend genug, einen wie von einer Art Schwindel erfasst, in atemraubende Beklemmung zu stürzen, scheppert von einem Schwall gepfefferter Flüche begleitet, einfach übers Pflaster lang, auch aus dieser Kneipe, kaum dass er sie betreten, umgehend wieder vertrieben worden, flieht er mit Glück der ihm vom Troglodyten nachgeschmissenen Keksdose heil entkommend, die Gunst des Augenblickes nutzend, dem aus der Kneipentür geschossen im hinterherkläffenden Köter des Wirts voraus, knapp bevor dieser ihm in die Waden fährt, kurz entschlossen auf die Plattform einer Karosse springend, die beim Durchgehen des Gespanns den Randstein rammend, prekär ins Ungleichgewicht gekippt, nur mehr auf zwei Rädern quietschend mit ihm ums Eck davonprescht, echauffiert über bestimmte Vorgänge zu Hause, nach 8 dürfte es inzwischen sein, die Sonne ist am Untergehen, Stadtwegwund, für eine Stunde den Strand hinaus, den Kopf zu lüften und sich etwas auszuruhen. Immer noch im schwarzen Anzug, den Halbzylinder auf, verschwitzt an den Fels gelehnt, derweil der Sommerabend die Welt in seine geheimnisvolle Umarmung nimmt, über der fernen Stadt Feuerwerk am Himmel platzt und tausendsternig niederregnet, ist's mit Ruhe nicht weit her. Er liegt er vielmehr, die Flut beginnt zu steigen, alsbald den Verführungsreizen. Einer auf dem Felsen gegenüber, sanft, süß, sanft mit ihm spielend, sehr offenherzig, sich immer weiter zurücklehnend, nach den hoch und immer höher aufschießenden Feuergarten schielend, beim Schlussbouquet im Widerschein einer letzten berstenden Leuchtkugelröhre, aus der sich als Funkenregenschauer Himmel anstieben und dann langsam niederrieselnd eine Fontäne Goldregen glänzender Haarfäden ergießt, mit verzeihendem Lächeln und einem Blick, in dem eine unendliche Fülle von Erbarmen liegt, zu ihm herüberzwinkenden und wie sie sieht, dass seine dunklen Augen in Anbetung ihres vor ihm weit aufgeklappten Schreins überzugehen beginnen, unvermittelt spitz aufwiehend, den Kopf schütternd überstürzt, den mit fliegenden Zöpfen vorausgehalten, flittrig flatterhaften Freundinnen, flink keck hinkend, hinternach hüpfenden, frühreifen Stadtgöre. Leider ohne Mut zur Tat gefunden zu haben. Aber zu spät ist immer zu spät. Vielen Dank, Reto Henny. Und jetzt schließlich, the last one and the only Fritz Senn wird jetzt zu uns sprechen, kann ich schon fast sagen, genau. Er ist Gründer und Direktor der Zürcher James Joyce Stiftung. Er ist der Joyce-Leser. Seit über 30 Jahren leitet er die Reading Group zu Joyce Ulysses und ebenso zu Finnegans Wake. Als er 2018 im Literaturhaus in der Reihe Mein Buch hier zu Gast war, hat er mir geschrieben, das heißt, ja, ich habe lange nachgedacht und dann habe ich mich doch wie wenig originell für den Ulysses entschieden. Und er hat an diesem Anlass gesagt, dass der Ulysses zu lesen eine Bereicherung für sein Leben gewesen sei, er aber nie missionieren will und auch niemanden dazu überreden will, diesen Autor zu lesen. Ich weiß nicht so recht, ob ich das glauben soll. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er heute Abend als Letzter das Wort hat. Wir lassen uns überraschen davon, was er uns zu berichten hat zum Ulysses, den er in seinen Lesegruppen, wie gesagt, seit sehr langer Zeit liest. Und er hat auch gesagt, uns gesagt, dass er gerne erst allen zuhören möchte und dann als Letzter sprechen möchte und auch darauf aufbauen möchte. Fritz Senn. Ist
gar nicht so leicht, nach diesen dramatischen Darbietungen aufzutreten mit der Biederer-Prosa. Übrigens, natürlich habe ich immer gemeint. Das meine ich immer, ja. Haben Sie gemerkt, die Vortragenden werden immer älter. Und damit hört es auf. Ja. Nun, ganz prosaisch, es ist was Einzigartiges, dass man wie dieses Jahr den Geburtstag eines Buches feiert. Das kommt nicht sehr viel vor, weiß nicht. Und es ist nicht ein ganz gewöhnliches Buch. Es ist das Einzige. Wir haben eine Ausstellung, wir haben diesen Anlass und alles Mögliche. Das Buch ist 100 Jahre alt, spielt aber noch 1904, das sind 118 Jahre von hier zurückgerechnet. Wenn man das nochmal erinnert, da kommt man vor die Französische Revolution, ist also sehr weit her. Es schildert eine Zeit der Pferdekutschen, Hüte haben die, es gab kaum Autos auf den Straßen, und dennoch ist das Buch eben nicht ein historischer Roman, könnte ja sein nach 100 Jahren, sondern scheint wenigstens einigen von uns, wahrscheinlich den meisten, sonst wären wir nicht hier, so frisch wie am ersten Tag. Es ist nicht verstaubt. Ich glaube, die Illusion besteht, als wäre man da, als würde man teilnehmen an etwas mit all dem, was vergangen ist. Es ist schon ein besonderes Buch. Es ist auch so entstanden. Es wurde mit Fanfaren eigentlich eingeleitet. Das war ganz gut im Marketing. Und hat das ganz gut gemacht. Das Buch wurde vorbereitet. Und als es auf die Welt kam, wie wir alle wissen, und der 2. Februar 1922 ist doch einer der wichtigsten Jahre in der Literaturgeschichte. Es war auch unmittelbar eine Sensation. Warum ein Buch von einer kleinen Auflage von 1000 teuren Exemplaren so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist mir immer noch ein Rätsel, aber so ist es in der Tat gewesen. Das Buch hat eine kriminelle Vergangenheit, es ist vorbestraft. Es wurde die Veröffentlichung in Amerika, die kam zu einem Gerichtsfall, das Buch wurde als obszön bezeichnet, was hieß praktisch, dass es in keinem englischsprachigen Land erscheinen konnte. So hat George Glück gehabt, er war in Frankreich und es gab eine hilfsbereite, opferbereite Frau, Sylvia Beach, die das machte, und in Frankreich war es möglich. Es war bewusst anders angelegt. Joyce hat schon etwas Besonderes zeigen wollen. Joyce war nicht allzu bescheiden, muss man auch noch sagen. Es war teuer. Seltsamerweise könnte keine der Figuren im Ulysses sich das Buch damals leisten. Es ist arrogant, das Buch auch konnte sich nicht angenehm verhalten. Es war unanständig, es befolgte keine Regeln außer den eigenen, und selbst die wurden nicht eingehalten. Es wollte aus der Reihe tanzen, es schien sich nicht zu kümmern um die Erwartungen. Es war ungebärdig und eben folgte seinen eigenen Regeln. Nicht zu vergessen, als Joyce anfing zu schreiben, und sehr viel ist in Zürich und Locarno entstanden, wusste er nicht, worauf er sich einließ. Das ist typisch für den ganzen Joyce. Die Bücher sind immer anders rausgekommen, als sie ursprünglich gedacht wurden. In Dubliners wurde eine ganz andere Veranstaltung als das letzte verspätete Erzählung, The Dead, der dazu kam, wurde schon. Portrait of the Artist entstand so in einer ziemlich diffusen Art, die wir noch haben, und das Ergebnis war nicht so, wie es ursprünglich geplant war, und Ulysses schon gar nicht. Also der Roman veränderte sich unter seinen Händen praktisch in der Werkstatt. Ich nenne das für mich immer so der Zauberlehrlingseffekt. Es wurden Kräfte,
freigemacht, die nicht mehr zu bändigen waren, die aber doch wieder gebändigt hat. So. Es geriet aus den Fugen, oder die Fugen wurden zur neuen Norm. Es ist eine damals einzigartige Beschränkung auf weniger als einen Tag, der unterdessen berühmt geworden ist. Joyce hat auch einen Kalendertag erfunden. Es gibt einen Bloomsday und eigentlich wenig Schriftsteller. Ist eine Empfehlung. Bloomsday wird gefeiert, es wird anders. Es ist nicht gewöhnlich. Und Joyce wusste das und war auch in aller Arroganz bereit, der Welt etwas zu zeigen. Eben, es ist der Ulysses, der damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, provinziellste Roman, den es gibt. Der spielt in einer einzigen Stadt, ein bisschen Umgebung kommt dazu, weniger als einem Tag. Das ist eine ungeheure Verengung, die natürlich einhergeht mit einer großen Ausweitung, die irgendwie ins Kosmische geht. Hermann Broch hat ganz klug mein Wort geprägt. Ulysses, wie wir gehört haben, ist Alltag, nichts Besonderes. Und Broch hat es genannt, der Weltalltag der Geschichte. Der also Weltall ist damit, also vom Kleinsten zu es ist innig mit Dublin verbunden. Leute in Dublin haben oft zu erklären, dass nein, uns gibt es wirklich. Wir sind ja nicht nur eine Fiktion oder so. Also, Dublin ist zur Archetyp der Stadt geworden. Und in der Tat, sobald in Dublin irgendein Gebäude verändert wird oder verschwindet, folgen sofort Proteste, als ob man die Stadt so konservieren müsste, wie Joyce sie dargestellt hat. Vermutlich wird Dublin das Jahr 1904 nie ganz los. Der Roman, wenn es ein Roman ist, lässt sich nicht einreihen. Er passt nicht. Das ist, Roman ist nicht mehr dasselbe. Es ist ein Epos, eine anthropologische Untersuchung, ein Adressbuch, was immer. Es ist sehr vieles und ist sehr vieles nicht. Man könnte sagen, es ist eine Tageszeitung. Es ist ein Kapitel, in der Tat. Beschäftigt sich mit einer Zeitung. Auch akademisch ist Joyce nicht leicht unterzubringen. Aber man kann ihn nicht auslassen. Wäre nicht ganz fair, wenn man Joyce aus der englischen Literatur einfach wegließe. Wenn man sich aber mit abgibt, dann braucht das sehr viel Zeit. Und Joyce hat ja ganz bescheiden gesagt, er verlangt gar nicht viel mehr von seinen Lesern, als dass sie ihr ganzes Leben eben seinem Werk widmen. Tun ganz wenige, das sieht man ja dann. Es ist auch ein Buch, das sich langsam liest. Es ist kein Mensch, der hier sitzt, wird, wenn er das Buch oder sie das Buch nicht kennen sollte, noch eins kaufen und morgens um 5 zu Ende lesen. Es ist nicht die Sache, es verlangsamt. Und wir sehen es bei unserer Stiftung, wo wir das lesen. Und man liest es am besten gemeinsam, unter Gruppen, weil natürlich jede Person anderen Hintergrund hat, andere Kenntnis. Und all das eignet sich sehr gut. Und es ist seltsam, dass Joyce mit seinen entrückten Büchern, Ulysses bereits, Finnegans Weg erst recht, eigentlich mehr Leute lesend zusammenbringt als irgendein leichter Autor. Und es dauert in der Stiftung, wo wir es jede Woche lesen, anderthalb Stunden, und fast jede Woche im Jahr, dauert es doch 2 bis 3 Jahre. Und dann ist es natürlich nicht vorbei. Die meisten, und ich gebe ja immer, wenn wir anfangen, meine Zigarettenpackung, Warnung durch. Zigaretten sind gefährlich. Das Buch ist nicht gefährlich, aber es könnte süchtig machen und das tut es auch. Und es gibt, ich kenne Leute bei uns, die kommen nicht mehr davon los, die kommen immer wieder und sind eigentlich dann verloren. Das ist nicht die schlimmste Sucht, die man sich vorstellen kann. Joyce stellt sich gewohnt abseits. Er will anders sein und ist es auch sehr aufdringlich.
Damit ist das natürlich ein bisschen abseits, schwierig, unnahbar, nicht leicht zugänglich. Wir haben ja gehört, die Frage, die ich versichere, nie stelle, haben Sie denn Ulysses gelesen? Ich bin ein anständiger Mensch, tue ich nicht, aber die steht immer im Raum, das ist immer da. Ist etwas dumm, es gibt kein Gelesen haben müssen, es gibt ein Lesen dürfen. Und das ist eine große Chance und das zeigt sich auch. Ich sage immer, wenn ich mit ganz wenigen Voraussetzungen an das Buch komme, ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, ich spreche Schweizer Dialekt, wenn man das als Sprache kennt. Ich habe von Irland keine Ahnung, ich war nie katholisch. Wenn jemand so unbedarft wie ich schaffen kann, dann können es alle. Ich sage nicht, sollen es alle tun. Es gibt andere Möglichkeiten, seine Zeit zu vergeuden. Aber es hat eine Anziehungskraft und man sieht das auch negativ, wie Ursula gezeigt hat, in der Ablehnung. Die war auch überraschend stark. Was ist schon mal ein Buch, das einem nicht passt, kommt, da reicht man halt ein bisschen. Aber die Leute waren ärgerlich, die haben sich empört. Nicht? Also es hat schon eine Wirkung. Es ist unzugänglich, es ist keine Frage, nicht leicht, aber es ist eben auch zugänglich, wie ich glaube, dass wir uns gerade in unserer Stiftung den anderen beitragen. Es ist auch nicht zu reduzieren auf Zusammenfassungen greifen nicht. Ich musste mal, ich weiß noch, die haben das Ganze vorgelesen im deutschen Radio oder Fernsehen, ich weiß nicht mehr. Und ein Freund, man sieht, was wir für Freunde haben, hat mich beauftragt, die Sache zusammenzufassen. Ich bin mir im Leben nie so dumm vorgekommen, wenn man dieses wichtige Buch reduzieren soll auf das, was geschieht. Geschieht nicht viel. Ja, und wie ich gesagt habe, und immer wiederhole, es gibt kein Müssen. Wir haben oft Besucher, die so ein vorauseilender Gefälligkeit sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber nächste Woche dann, als ob wir die Leute bekehren wollten, was wir ganz sicher nicht tun. Also Ulysses ist denkbar anders. Was ist wichtig daran? Und ich wäre froh, wenn ich jetzt als Abschluss dieses Abends in wenigen Minuten und Sätzen sagen würde, was ist eigentlich das Besondere an Ulysses? Ich kann es nicht. Es gibt viele, und wir würden auch nicht, wir würden nicht übereinstimmen über ganz verschiedene Sachen. Wenn man mich fragt, was jetzt niemand getan hat, das ist ein gutes Mittel, nicht um aber zu sagen, dann glaube ich, dass, oder das hört auf mich, dass Joyce bei all den Schwierigkeiten, all den Ansprüchen eine große Empathie hat für das menschliche Versagen. Was uns alle vielleicht zusammenbringt. Und für mich ist auch noch besonders, und damit höre ich auf, nebenbei, was Sprache alles vermag. Dankeschön. Vielen Dank, Fritz Senn. Es war jetzt ein historischer Moment. Fritz Senn ist nämlich fast so alt wie das Buch. Das darf man, glaube ich, sagen an dieser Stelle. Es ist wirklich ein großartig und berührender Moment. Und ich werde das Buch jetzt auch noch mal ganz anders lesen. Und ich finde es extrem beruhigend zu wissen, dass man nichts muss, dass es eben in dem Sinne keinen Kanon gibt, der einen verpflichtet, etwas zu tun, sondern dass man etwas machen kann, weil man will. Und weil man lesen kann, weil man will. Und das finde ich schon sehr wichtig. Und ganz wichtig, der James Joyce war ja mit seiner Frau Nora hier Mitglied. Und, passt vielleicht auch, es gibt ja uncanny proximity to history
At this moment of time, er hat Teile seines Ulysses im Raum nebenan geschrieben. Da werden wir nachher nämlich Wein gemeinsam trinken und daran denken. Vielleicht. Das werden wir tun. Und ja, wir haben uns an diesem Abend, so wie Fritz das bei Joyce zu Joyce eben ausgeführt hat, an die selbst auferlegten Regeln nicht gehalten. Es ist leider etwas länger geworden als 100 Minuten. Ich hoffe, das tut niemandem weh. Und wir können uns jetzt fragen, ob dann in nochmals 100 Jahren bei 200 Jahre Ulysses die Veranstaltung in 200 Minuten dauert. Mal schauen, ob die das schaffen, das einzuhalten. Ich bedanke mich bei all unseren Gästen, nochmals bei Sven Hirsbrunner, Dominik Muheim, Fabian Hardorn, Ulrich Blumenbach, Hayat Erdogan, Reto Henny, Ruth Frehner, Ursula Zeller, Lana Bastasic und Fritz Senn für ihre Beiträge hier heute Abend. Wir danken Ihnen, dass Sie sich es angehört haben. Die Aufzeichnung wird im Web verfügbar sein, wenn Sie es weiterempfehlen möchten. Wir haben das Ganze aufgezeichnet und gestreamt. Und jetzt ist es wahrscheinlich zu spät für die Ausstellung. Ja. Sei denn, Sie rennen jetzt noch auf die andere Seite des Flusses. Wenn Sie das nicht tun, dann können wir jetzt gemeinsam anstoßen. Genau, und es gibt einen Büchertisch. Es gibt einen Büchertisch. Dann vielen Dank, schönen Abend.